Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Ixion, meine sehr verehrten Damen und Herren. Willkommen in Theta Crucis und ja, im dritten Kapitel, wo wir uns heute hier in diesem Spiel hinbegeben werden. Ich heiße alle Live- und Konserven-Zuschauer recht herzlich willkommen an diesem wundervollen Tag, der in vielerlei Hinsicht schön ist und so ein bisschen hier zum Spielethema auch passt. Und zwar abgesehen vom guten Wetter. Glückwünsche an diese Stelle für den erfolgreichen Testflug des Starships, ja, von SpaceX. Ich hatte das Vergnügen, dem Ganzen live beiwohnen zu dürfen, mehr oder weniger. Und ja, war schon ein beachtlicher Erfolg und möglicherweise wurde hier Geschichte geschrieben oder der Grundstein für Geschichte gelegt. Und vielleicht bringt es die Menschheit ja mal irgendwann in die Regionen dieses Spieles hier, Ixion, wobei ich nur hoffe, dass die Geschichte dann ein bisschen besser verlaufen wird. Was heißt besser verlaufen? Kurz zusammengefasst, es sollte ein Sprungantrieb getestet werden, das ist schiefgegangen. Es gab minimale Probleme auf der Erde. Nun ja, wir sind auf jeden Fall auf der Suche nach einem bewohnbaren Planeten, wo wir hier die Stationsinsassen, sage ich mal, ansiedeln können, den Planet Remus. Und wir sind jetzt zwei Kapitel lang auf der Spur gewesen und werden gleich an einer Stelle wieder einsteigen, wo wir Sprungkoordinaten bekommen haben, um in ein weiteres System und in Kapitel 3 zu springen. Und ich muss mich allerdings erstmal, wie immer zum Beginn solcher Kapitel, erst nochmal orientieren und schauen, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Die Wahrscheinlichkeit, dass das im ersten Anlauf klappt mit dem Kapitel, kann ich noch nicht so genau einschätzen. Und euch kann ich empfehlen, wenn ihr euch das hier in der Konserve anschaut, dann auf jeden Fall mal, ich verknüpfe euch das hier alles in den Infokarten, auch nochmal in die ersten beiden Kapitel reinzuschauen. Da wird auch gerade am Anfang sehr schön erklärt, welchen Hintergrund denn die Geschichte hier überhaupt hat. Ja, wir sind unterwegs mit der Tycoon und haben den Ixion-Antrieb mittlerweile, also vom Aufrüstungsstatus her, gefunden. Bewegen uns von System zu System auf der Flucht vor den Zylonen. Nein, nicht auf der Flucht davor, aber es könnte sich möglicherweise ein Konflikt anbahnen. Den Rest würde ich euch bitten, euch in den Folgen dann anzuschauen oder mal auf Steam oder irgendwo die Geschichte dazu zu lesen, zu Ixion, wenn ihr Fragen habt, natürlich immer jederzeit gerne. So, jetzt laden wir erstmal ein Spiel. Und zwar hatte ich, ja, ich hatte schon mal kurz reingeguckt. Es gibt einmal an Zyklus 851 das Ende von Kapitel 2. Und hier hatte ich schon mal an den Anfang von Kapitel 3 kurz reingespielt, aber wir starten frisch in Kapitel 3 rein und laden erstmal den zweiten Teil. Vielleicht kann ich auch noch mal ein bisschen Material mitnehmen. Ich weiß nicht, wie gut wir da in dem System ausgestattet sind. Wir brauchen ja zum Beispiel laufend Metalle, um die Station in Stand zu halten, sonst fliegt uns die nämlich auch ganz schnell um die Ohren. Also, lang genug geredet. Wir starten mal rein. Wie gesagt, wir haben Sprungkoordinaten, um uns hier, wo wir sind, auch wegzubewegen. So, das ist unsere Station von innen. Aber ich gehe mal kurz raus. So war das, ne? F3, F2, F1. So, Forschungsbaum. Da setzen wir uns irgendwann mal mit auseinander. Da wird jetzt noch geforscht. Hier haben wir einmal den Systemüberblick. Konnte man den nicht weiter rauszoomen? Doch. Genau, mit allen möglichen Materialien, die man hier noch abfahren kann. Wichtig ist aber hier das Eisen. Wir haben Schiffe, die Materialien transportieren. Wir haben Forschungsschiffe. So, und hier, jetzt gucke ich mal gerade. Es sind Schiffe
unterwegs, um hier noch Eisen abzuholen. Das würde ich vielleicht noch abwarten, bis der Eisentransport hier zurück ist. Beziehungsweise hier sind ja noch zwei Frachtschiffe unterwegs. Wir könnten hier auch noch eine Sonde losschicken, aber ich glaube, das ist relativ sinnlos. So, ich sag hier auch, wenn überhaupt, dann nur noch Eisen. So, Eisen ist hier auch bevorzugt. Ja, Silizium für Chips. Ich muss mich erstmal wieder ein bisschen orientieren hier. So, dann haben wir die Außenansicht der Station. Da können wir auch Dinge hinbauen. Es gibt ein Bevölkerungsmanagement. Es gibt Segmente. Man sieht das hier unten so ein bisschen. Also ich erkläre es immer mal so ein bisschen zum Anfang eines neuen Kapitels. So, Rumpfreparatur automatisch aktiv. Das ist wichtig, geforscht wird. Und hier sehen wir, ich habe drei Sektoren freigeschaltet. Den Leuten scheint es da einigermaßen zu gehen. Ich könnte noch drei weitere Sektoren freischalten. Ich versuche mich da so bedeckt wie möglich zu halten, weil die Sektoren ja auch, die müssen ja auch unterhalten werden. Also nicht im Sinne von Kinofilme zeigen, sondern mit Nahrungsmitteln und so weiter und so fort. Hier gibt es eine Meldung, Zyklus 850. Was, ein Vorfall führte zu irgendwas? Okay, damit wären wir dann schon mal hier drin. Und hier können wir dann ja wie in der Wäschetrommel durchscrollen. Durch die Sektoren, die freigeschaltet sind. Wir haben Nahrungsmittelproduktion, wir haben Überlebende, die eingefroren sind, die wir bei Bedarf auftauen können. Wir müssen uns um die Bedürfnisse der Bevölkerung kümmern. Können Vorschriften erlassen. Also wie gesagt, ich bin mir da noch nicht mehr ganz im Klaren, wie das hier funktioniert. Die Rumpfintegrität, die muss hochgehalten werden. Sie sinkt aber gerade. Und es ist auch ganz schlecht, dass mir hier das Eisen ausgeht. Und ob das die beste Idee ist, hier noch zu warten, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Also tatsächlich, ich würde tatsächlich jetzt warten. So, hier ist noch ein Frachtschiff. Wo fliegt das denn? Hier hinten, holt Silizium. Das will ich eigentlich gar nicht. So, das kommt zurück. So, sobald die beiden Schiffe hier angedockt haben oder kurz bevor sie da sind, werde ich den Sprungantrieb aufladen und dann erleben wir gemeinsam den Start von Kapitel 3. Es ist auch sehr lange her, seit ich hier das letzte Mal gespielt habe. Besatzungsmitglieder wurden verletzt. Na toll. Eine Störung im Gebäude. Gut, das schränkt ja in der Pilzwand. Das schränkt die Lebensmittelerzeugung ein. Ja. Scheint aber zu funktionieren, das Gebäude. Ich sehe jetzt hier keine Einschränkung. So, das Eisen wird ja hier sofort wegtransportiert und weiterverarbeitet. So, auf was warten wir noch? Auf das Schiff hier warten wir noch. Das wird hier unten noch Eisen eingesammelt haben und jetzt ist auch kein Eisen mehr da, ja? Das sind also die letzten Transporte, die hier Eisen bringen. Das heißt, ich könnte mich auch gar nicht viel länger in diesem System aufhalten. Ich habe es hier, glaube ich, bis zum letzten ausgereizt. Also allein an diesem zweiten Kapitel habe ich mich, glaube ich, schon mehrmals ausprobiert. Aber nichts toppt, wie viele Versuche ich in Frostpunk hatte. Das steht da nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Sunshine, ich grüße dich und wünsche auch dir einen schönen Nachmittag. Und Siegfried, schön, dass du da bist. Das ist das Spiel Ixion. Eine Weltraumaufbau-Kolonie-Überlebenssimulation, wenn man so will. Es hat ein Unglück gegeben und wir sind mit einer ganzen Station unterwegs, um eine
neue Heimat zu finden, wenn man das mal so ausdrücken möchte. Bleib gerne ein bisschen hier, lehn dich zurück, guck ein bisschen zu, dann siehst du nach und nach, worum es da geht und was das für ein Spiel ist. Wenn du aber noch spezielle Fragen hast, gerne immer raus damit. Ja, ich hoffe, ansonsten geht's euch gut. Und ihr hattet einen angenehmen Tag. So, das Schiff fliegt jetzt hier nochmal zurück, das ist mir aber egal. Sobald dieses Schiff hier angekommen ist, beziehungsweise ich kann schon mal anfangen, den Ixion-Antrieb aufzuladen. In der Zeit wird Energie aus den Batterien gesaugt, der Vorgang kann nicht abgebrochen werden und danach geht es dann sofort zum dritten Kapitel, was wir uns heute anschauen wollen. Der Ixion-Antrieb oder der Vol-Antrieb eigentlich, Ixion ist so eine spezielle Variante des Antriebs, ist ein Sprungantrieb, mit dem man sich von System zu System bewegen kann, aber das kann man sich nicht einfach frei aussuchen, sondern man muss entsprechende Koordinaten dafür haben. Ja, das freut mich, dass alles okay ist. Dann springen wir mal gemeinsam. In accordance with Ralph Stanford procedures, all ships must return to the Tycoon before Volt Jump Initiation. Also keine Sorge, wir lassen kein Schiff zurück. Die sind automatisch alle dabei, wenn wir losspringen ins nächste System. Jetzt haben wir einmal angefangen zu laden, haben wir auch keine Chance, das nochmal zu unterbrechen und müssen gleich los. Ixion Engine ready. Genau. Soweit erstmal zur Vorgeschichte, soweit ich mich noch daran erinnern konnte. Ich habe mich jetzt ein bisschen orientiert, hoffe, ich kriege das einigermaßen hin. Und jetzt starten wir das, weswegen wir hier sind, nämlich mit Kapitel 3 von Ixion, meine sehr verehrten Damen und Herren. Oh, das sieht nach einem Trümmerfeld aus. Full jump complete. Running preliminary diagnostics. Expected irreversible damage to the Tycoon detected. We have not reached the exoplanet Remus. Tycoon primary sensors are picking up vast amounts of debris. Act with caution, Administrator. We must reach Remus. Genau, schön, dass du hierher gefunden hast. Ja, sind wir wieder in einem neuen System hier. Wir haben unseren Exoplaneten nicht gefunden, wo wir hin wollten. Und es ist ein Trümmerfeld und wir wissen nicht, was los ist. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken. In jedem neuen System, das ist wie eine Schnitzeljagd, bis wir hoffentlich unser Ziel erreichen. Jetzt gucke ich mal als allererstes mich im System um. Da sehe ich schon mal, es ist nicht ungefährlich. Wir haben hier, ja, das, was hier so blinkt und blitzt, in Theta Crucis, so heißt das System, wo wir hier sind, oder Crucis.
Ist eine schlechte Wetterfront. Es ist auch sehr interessant, Sigi. Es kommt natürlich darauf an, ob einem so eine Art Spiele gefallen. Ne? So, und die Schlechtwetterfront, die ist sehr gefährlich. Also, da sollte man mit der Station tunlichst nicht durchfliegen und auch nicht mit anderen Schiffen reinfliegen. Und wenn, dann überhaupt nur kurzzeitig. Das heißt, wir haben hier erstmal nur einen relativ kleinen Bereich, in dem wir agieren können. So, hier können wir dann zum Beispiel, also da müssen wir erstmal ein Forschungsschiff losschicken. Ich habe zwei Stück, die Ripley und die Ratte. Ja, wir sind auf der Suche nach Remus und müssen überleben. So einfach ist das eigentlich. Aber in der Praxis gestaltet sich das Spiel doch relativ schwierig. So, jetzt müssen wir erstmal mit der Sonde hier mal gucken. Es gibt ja hier verschiedene Materialien. Ne? Eisen, Kohlenstoff, Silizium, Wasserstoff, Eis. Interessante Orte und zielbezogen interessante Orte. Und die muss man erstmal mit den Sonden scannen. Die Sonden müssen hergestellt werden. Wenn man hier so drüber fährt, dann wird das so rechts so ein bisschen angezeigt, wie ein Detektor, wo es wie viel von was gibt. Und ich brauche ganz dringend Eisen, um laufend den Schiffsrumpf zu reparieren. Sonst ist relativ schnell Schluss. Auch ist das so, dass der Rumpf bei jedem Sprung, den man mit dem Schiff macht, erleidet er einen irreversiblen Schaden. Das heißt, dieser, wenn man das mal als Lebensbalken betrachten will, die Maximalgröße, die wird immer geringer bei jedem Sprung. Ist der Rumpf kaputt, ist Ende. Ist das Vertrauen weg, ist Ende. Ist die Energie weg und wird nicht wiederhergestellt, kann auch Ende sein. So, jetzt will ich mal gucken, wo gibt es eine große Menge Eisen, möglichst in der Nähe. Da gibt es bestimmt was. Ja, interessante Punkte sind auch interessant. So, aber hier, warte mal. Hier. Ganz viel Eisen, da schicken wir jetzt eine Sonde hin. Okay, mein Forschungsschiff ist jetzt hier angekommen. Jetzt können wir mal gucken, was da los ist. Und so erforscht man dann auch nach und nach Gebiete. Muss Entscheidungen treffen. Ressourcen sammeln. Ja, und eben die Stadt aufbauen. Also was an dem Spiel finde ich auch faszinierend so ein bisschen, ist es die Kombination aus den verschiedenen Spielelementen. Und es hat halt so eine komplette Städtebausimulation innerhalb der Station. Also gerade wenn man anfängt, sich zu überlegen, wie man die Station aufbaut, wo man was, wie man was miteinander verbindet. Ja, man kann schnell sterben. Aber das Fatale ist eigentlich gar nicht mal, dass man schnell sterben kann, sondern man kann, je nachdem, wie man auch die Station aufgebaut hat, mit der Ressourcenproduktion und den Abläufen, kann es sein, dass man in eine, ich nenne es mal, in eine Todesspirale gerät, die einen ziemlich sicher umbringt und man merkt es nicht. Und du kannst auch nichts mehr machen, weißt du? Wenn dir zum Beispiel, weiß ich nicht, das Metall ausgeht, aber du hast noch keine neuen Sprungkoordinaten oder was auch immer. Also es gibt da auch so Abhängigkeiten und Kettenreaktionen. Also man muss immer so ein bisschen auf der Hut sein. Und dadurch, dass ich das jetzt noch lange nicht mehr gespielt habe, mal gucken, warten wir es ab. Ich will den DAX mal nicht an die Wand malen, aber es könnte schwierig werden. So, was haben wir denn hier? Zusammenfassung der Daten über die Timinaki-Kommandozentrale. Ersten Berichten zufolge haben wir das Wrack der Etemenaki-Kommandozentrale gefunden. Das UNO-Schiff wurde offenbar angegriffen. Übertragung von der Ripley. Obwohl die Kommandozentrale der Etemenaki stark gepanzert ist, hat sie unter einer extremen Bombardierung gelitten. Etwas scheint die größere Suprastruktur der Etemenaki durchtrennt zu haben. Dies muss die Kommandozentrale herausgerissen und vom Rest des Schiffes abgetrennt haben. Trümmer und Leichen treiben durch das Wrack. Wir haben einen Riss in der Panzerung entdeckt, durch den wir ins Innere gelangen sollten. Gut, normalerweise hat man ja hier verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Gut, hier jetzt nur eine, erstmal betreten. Daneben steht, wie lange das dauert. Das kann positive und negative Auswirkungen haben. Und zwar ganz vielfältiger Natur. Und die Geschichte entwickelt sich so ein bisschen in eine Richtung, also ich habe jetzt zwei Kapitel lang, gab es, ja, sagen wir mal, moralische Konflikte zwar, aber keine Konflikte, die man mit irgendwelchen anderen Fraktionen auszutragen hatte. Man war im Grunde immer mehr oder weniger alleine.
Aber ich vermute, also so ein bisschen bei den Dingen, die ich bisher gefunden habe, dass es vielleicht auch noch zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung kommen könnte in dem Spiel, ganz sicher. Bin ich mir da aber nicht. So, Kommandozentrale betreten, das dauert jetzt. Wenn die Zeit dann abgelaufen ist, kann ich wieder gucken, was da passiert ist. Hier fliegt meine Sonde gerade los. Ja, wo ich vorhin gescannt habe nach Eisen, sobald die Eisen gefunden hat. Das wird hier gleich passieren. Okay, die Bevölkerung hat irgendeine Anfrage an mich. Da gucken wir gleich mal. Also man kann jetzt hier nochmal so ein bisschen die Prioritäten festlegen, ne? Also es gibt Bergbauschiffe, die Ressourcen abbauen können. Hier oben die Zahl steht überall 0, weil wir noch nichts offiziell gefunden haben. Und die Frachtschiffe, da kann ich priorisieren, welche Frachtschiffe mit welcher Priorität welche Ressourcen holen. Das kann ich jetzt erstmal alles so lassen, weil die höchste Priorität hier sowieso Metall ist. Und wir ja jetzt auch als erstes mal nur Metall aufdecken werden wahrscheinlich. Das muss abgebaut werden und abtransportiert werden, ne? Also wir haben Transportschiffe, Bergbauschiffe und Forschungsschiffe. So, und jetzt werde ich das auch mal kurz abspeichern. So, das ist nämlich hier Kapitel 3. So, Kolonisierungsprotokolle. So, einmal abspeichern. Naja, in den Spielen gibt es zumindest keine Konflikte. Das ist wohl richtig. Ich hoffe, es ist trotzdem interessant, für dich mal in ein solches Spiel reinzuschauen. Ich meine, dafür gibt es ja auch solche Sendungen. Dafür ist es ja auch gut, dass man sich mal was angucken kann, was vielleicht interessant ist, auch wenn man das selber nicht spielen würde. Aber ist das denn ein grundsätzlich interessantes Thema für dich oder spielst du sowas? Strategie oder Aufbausimulation oder Science Fiction, irgendwie was? Oder sind es doch eher hauptsächlich die Simulatoren? Ich gehe davon aus, die Simulatoren, oder? ETS fahre ich ja jetzt nur auch. A probe has completed its scan. So, jetzt hat die Sonde hier den Scan abgeschlossen. Da gibt es Silizium, Eisen und Kohlenstoff. So, Silizium, Eisen, Kohlenstoff hat niedrigere Priorität. Na, das passt schon alles so, wie ich das hier angegeben habe. Wichtig ist erstmal, dass wir Metall hier, dass wir hier Metall bekommen. Das freut mich, dass du dir gerne mal sowas anschaust. Ich zeige es jetzt einfach mal ein bisschen mehr im Detail. Lieber die Simulatoren, verstehe. Also dann müssten wir hier in dem Spiel eine Option haben, dass ich dich hier an das Bergbauschiff setze und während ich ja das Kommando über die Station habe und alles manage, fliegst du mit dem Bergbauschiff los und baust hier die Asteroiden ab. So ungefähr. Freilich kriegst du auch dein Kommando über dein eigenes Schiff, ne? Also, dein Bergbauschiff. Oder über den Transporter. Ne, hier, Bergbauschiff ist dann hier Landwirtschaftssimulator im Weltraum und das Transportschiff ist der Eurospace-Simulator sozusagen. Hast nicht wirklich die Ruhe für Aufbauspiele? Okay. Verstehe. Wie man hier im Rheinland auch sagt, jeder Jack ist anders, ne? So, Zusammenfassung der Daten über die Itemenanki-Kommandozentrale. Die gefrorenen Räume, durch die sich das Team der Ripley arbeiten musste, stammen aus einem Albtraum. Die meisten Oberflächen weisen Projektilschäden auf und elektrische Brände wüteten in den Korridoren. Nicht zu vergessen der allgegenwärtige Anblick von Leichenteilen. Auf der Brücke fand das Team die Leichen des Kommandanten und anderer Offiziere. Sie haben sich offenbar das Leben genommen. Oh. Wir müssen die Remus-Daten bergen. Die Tikun sollte in unmittelbarer Nähe zur Kommandozentrale bleiben. So kann das Team der Ripley die Energie der Station über den einziehbaren Teleskopmast nutzen, um auf die Terminals der Zentrale zuzugreifen. Das ist zum Beispiel auch was man erstmal erforschen musste. Im Forschungsbaum können wir gleich auch mal reingucken. Das ist quasi so ein Rüssel. Da musste ich mich auch schon mal mit einer anderen Station verbinden, um Daten und Energie transferieren zu können. Eine Riesenoperation ist mir auch nicht sofort geglückt, aber meistens klappt es dann doch irgendwann.
Ja, wäre cool, oder? Wenn man so die verschiedenen Genres so multiplayer-mäßig miteinander kombinieren könnte, so Crossover. Und jeder kann da mal so ein bisschen machen, was er will. Einige Spiele haben das ja probiert, wie Second Life aber Dual Universe zum Beispiel, aber die haben es meiner Meinung nach falsch gemacht. Die haben den Leuten einen Sandkasten gegeben und jeder konnte machen, was er wollte, theoretisch. In der Praxis war das aber recht kompliziert. Also da müsste man schon mit mehr Rahmen und mehr Vorgaben arbeiten. Aber das fände ich noch gut, wo jeder so sein Spielgenre spielen kann, was er am liebsten spielt, aber trotzdem alle zusammen. Also ich glaube, das wäre auch was, woran ich Spaß hätte. Ja. So, Datenabhörprotokoll beenden. So, das Team Ripley wird alle Daten durchsuchen. Solange ich immer nur eine Auswahlmöglichkeit habe, ist das hier kein Problem. Sobald ich mehrere Auswahlmöglichkeiten habe, muss man gut nachdenken, was man macht. Das kann nämlich immense Konsequenzen haben. So, die Tycoon, na, machen wir. So, das dauert jetzt auch wieder dementsprechend. So, jetzt sieht man, hier sind jetzt die ersten Ressourcen sind abgebaut worden. Jetzt kommen die Frachtschiffe zum Einsatz. Und holen das Zeug ab. JB, moin, schön, dass du da bist. Grüß dich. Ich hoffe, bei dir ist alles gut soweit. So, jetzt können wir mal einen Blick auf den Forschungsbaum werfen. Wie man sieht, ist der sehr umfangreich. Man kann in aller Regel zwei Forschungen einreihen, die dann nacheinander durchgeführt werden. Da muss man sich auch genau überlegen, was ist denn gerade am sinnvollsten. Und ich hatte mich in Kapitel 2 entschieden, dass ich hier eine verbesserte Getreidefarm baue. Jetzt muss ich mal gucken, haben wir die hier irgendwo mit der Beschreibung? Damit wir mal gucken können. Elektronikfabrik, Insektenfarm, Getreidefarm. So, Anlegen und automatisches Ernten von so und so viel Getreidefeldern und so weiter und so fort, um das zu verbessern, die Lebensmittelversorgung. Und als nächstes wird dann hier ein verbesserter Speisesaal erforscht. Wie gesagt, ich will jetzt hier gar nicht ganz so in jedes Detail gehen, wollte das nur mal zeigen. Ich habe auch schon einiges erforscht, nämlich das, wo die Haken dran sind. Und der gelbe Kreis, der zeigt nochmal an, dass man noch eine Reihe von Verbesserungen durchführen kann. Alles bestens, JB, das freut mich. Wann ich wieder mit Andrina unterwegs sein werde, das kann ich dir nicht sagen. Nicht, weil ich nicht will, sondern weil ich es nicht weiß. Manchmal ist das geplant, aber sehr oft auch einfach spontan. Du kannst sie ja einfach nachher mal selber fragen, ob und wann sie überhaupt mal selber anfängt, Eurotruck Simulator zu fahren, alleine. Da bin ich auf die Antwort gespannt. Ja, geht bei mir auch soweit, JB. Müde, müde, aber glücklich. Gut, und was hier drin so, da können wir mal gerade, warte mal, irgendwo war doch, die Bürger wollten irgendwas hier. Da muss man auch immer aufpassen, da kam vorhin die Ansage und wenn man dann nicht leicht drauf achtet, da vergisst man auch schon mal hier, irgendwas ist hier ein Ereignis. Administrator, das Trümmerfeld, in das wir geraten sind, besteht hauptsächlich aus Leichen. Die treibenden Körper stoßen gegen den Rumpf und die Geräusche hallen in allen Sektoren wieder. Dies ist der Besatzungsmoral nicht zuträglich. Das Berichte weisen darauf hin, dass Außenbordteams ihre Erfahrung bei der Arbeit außerhalb der Tycoon mit Kameraden im Speisesaal teilen, was das Problem noch verstärkt. Na gut, Flurfunk. Ja, okay. Das Einschlagen von Leichenteilen war, glaube ich, noch nie moralfördernd. Könnte ich mir vorstellen. Okay, da können wir jetzt auch nichts machen. Manchmal gibt es Entscheidungsmöglichkeiten oder Dinge, die man tun kann, wo man dann sagen kann, hier mache ich oder mache ich nicht. So, also jetzt muss ich mal gucken. Also hier haben wir Wohngebäude, ein Lazarett, verschiedene Lager, also die für verschiedene, was hier, ach, das Leichenfeld. Stations von treibenden Leichen umgeben, die Moral der Besatzung wird beeinträchtigt. Okay. So, was haben wir hier noch hier? Datenabhörzentrum, hier wird Metall verarbeitet. Hier gibt es Insektenfarmen, die Lebensmittel produzieren.
So, eigentlich wird überall gewohnt und gearbeitet. So, hier ist noch irgendwas los. Und da ist noch irgendwas los. Schauen wir erstmal hier. Administrator. Ein Sektor ist zum Kult des Rumpfes konvertiert. Dies hatte einen positiven Einfluss auf die Moral der Besatzung. Die Konvertierten erwarten deine Meinung zu ihrer Verehrung. Die Heiligsprechung der Tikkun, also der Station und ihrer Einrichtung, verstößt nicht direkt gegen Dolos-Direktiven. Ihr könnt gerne eure Meinung natürlich auch immer dazu sagen. Ich kann jetzt entscheiden. Akzeptiere die Schriften von Bayavil. Die Tikkun ist ein Körper, der Rumpf seine Haut, wir sind sein Blut. Oder unterdrücke den Kult. Für mich persönlich ist die Entscheidung jetzt im ersten Moment relativ einfach. Allerdings könnte, egal wie wir uns jetzt entscheiden, das jetzt eine Sache auslösen und später vielleicht mal zu einem Rückschläger werden. Egal ob in positive oder negativer Hinsicht. Jetzt haben wir ja gerade den negativen Einfluss durch das Leichenfeld. Und da fände ich das jetzt natürlich total toll, einfach zu sagen, ja, wir akzeptieren das, weil das hebt ja die Moral. Vielleicht gleicht sich das wieder ein bisschen gegenseitig aus. Ich könnte mir aber vorstellen, dass der Kult irgendwann mal zu Problemen führen könnte. Ihn jetzt zu unterdrücken, wäre jetzt ungünstig und, keine Ahnung, würde vielleicht Probleme in der Zukunft vermeiden. Ja, ich persönlich bin der Meinung von Siggi, nämlich das Erste auf jeden Fall, also das Erste zu nehmen, weil es ist nicht verboten, es hebt die Moral. Naja, sollen sie doch meine Raumstation heilig sprechen. Also machen wir das. So, dann müssen wir hier weiter gucken. Die Besatzung ist ermutigt durch die vielen Überlebenden, die wir an Bord der Tikkun gebracht haben. Der Bevölkerungsanstieg verstärkt das Gefühl, dass unser Ziel, die Menschheit zu retten, greifbar ist. Die neuen Besatzungsmitglieder, erwacht aus ihren Kryokapseln, sind nun Teil von etwas Größerem. Ja, und können gleich, nachdem sie aufgetaut sind, gleich mit der Anbetung des Rumpfes beginnen. So fallet in den Staub, ihr Sterblichen. Ja, also eine gute Geschichte. Na, bekommen wir hier einen zusätzlichen Vertrauensbonus. Hier, plus 10%. Ja, da unten steht es auch. Bei 0% gibt es eine Meuterei, Ende. Dann werde ich durch die Luftschleuse gejagt. Und den, ja. Ist Game Over. So, hier in dem dritten Sektor, da habe ich eine ganze Reihe von Farmen auch gebaut. Getreidefarmen, das sind die, wo ich momentan an der Verbesserung forsche. Ich hoffe, da bekommen wir dann so ein bisschen mehr Lebensmittel raus. So, es gibt hier so ein Gebäudebauwerkzeug. Ne? Ich zeige das auch mal kurz hier, was man so machen kann. So, Wartungsgebäude, Weltraumgebäude, Fabriken, alles, was mit Bevölkerung zu tun hat, was mit Nahrung zu tun hat und was mit Stabilität zu tun hat. Also mit Vertrauen und so weiter. Ne? Da kann man Denkmäler bauen, Parks oder auch ein Legislativzentrum oder auch Datenabhörzentren. Man kann sich auch so ein bisschen aussuchen, in welche Richtung man sich hier als Herrscher entwickeln möchte. Es können Straßen gebaut werden, ja, das ist wichtig, dass da fahren hier Bau- und Transportroboter durch die Gegend. Wenn die Gebäude nicht miteinander verbunden sind, geht es gar nicht. Und wenn sie ungünstig miteinander verbunden sind, dann dauert es eben einfach dementsprechend lange. So, hier könnte ich jetzt hergehen und sagen, ich möchte einen neuen Sektor aktivieren. Das käme dann in Frage, wenn mir jetzt wirklich der Platz ausgeht. Also ich zögere das immer so lange wie möglich raus, einen neuen Sektor freischalten, weil um den muss man sich ja auch erstmal kümmern. Deswegen bleibt das Ding erstmal zu. Was ich gerne haben möchte und bis jetzt aber noch nicht erforscht habe, ist der Bahnhof, wo man der dann auch durch die Sektoren fährt, weil wie man hier sieht, können dann Gebäude für mehrere Sektoren gleichzeitig genutzt werden teilweise und man kann schneller Leute von Sektor zu Sektor transferieren. Da muss man sich nämlich auch noch drum kümmern.
Es gibt nämlich hier auch noch ein Bevölkerungsmanagement. Und die Leute unterteilen sich hier, man sieht das hier, in einfach nur Bevölkerung. Es gibt eine Gesamtbevölkerung, die unterteilt sich in Arbeitskräfte und Nicht-Arbeitskräfte. Aus einem Teil der Bevölkerung kann man auch noch Siedler machen. Also da muss man mal gucken, wo braucht man wie viele Leute, wie geht's denen da? Hier sieht man die Stabilität. Ja? In Ordnung, neutral. Neutral ist in Ordnung, kann ich mit leben. Das hat Einfluss auf die Produktivität. Und ich kann die zwischen den Sektoren transferieren. Was weiß ich, wenn in einem Sektor zu viel und in dem anderen zu wenig Arbeiter sind, dann kann ich die da hinschicken, wenn ich möchte. Ja, und hier sieht man im Protokoll, wann ich die letzten Transfers gemacht habe. Und wenn ich das richtig gesehen habe, ich weiß, dass ich es richtig gesehen habe, sollen wir in dem System auf jeden Fall auch Kolonisierungstests durchführen. Das heißt, beziehungsweise hier in Sektor 3 habe ich 60 Siedler. Das reicht erstmal. Erstmal abwarten. So, dann gibt es hier noch das Datenabhörsystem, wenn man ein entsprechendes Gebäude hat im jeweiligen Sektor, was auch noch einen Einfluss hat. Ja, wo man dann zum Beispiel unterscheiden kann zwischen verschiedenen Optionen. Ne? Bei Propagandanahrung, Arbeitszeit oder was den Tod angeht, die Kryokapselerweckung, Krankenstation, hungernde Bevölkerung oder hier was weiß ich zum Beispiel, der Unterschied zwischen Abfallverwertung und Abfallbeseitigung. Ich habe zum Beispiel die Abfallverwertung gewählt. Die senkt zwar die Stabilität, hilft mir aber zum Beispiel bei Nahrungsmitteln Problemen, weil ich da drauf auf dem Abfall Pilze wachsen lassen kann, die Leute essen können. Gut, ich denke, wir haben hier drin akut gar nichts zu tun. So, dann können wir hier draußen erstmal das Spiel weiterlaufen lassen. So, wenn es noch Fragen gibt, immer jederzeit gerne. Man kann auch hier die ganze Station bewegen. Guck mal, was ich vergessen habe, ist die Sonde weiter erforschen zu lassen. Ich will mal gucken, ob es irgendwo besonders interessante Punkte gibt. Das ist hinten dieses Ausführungszeichen. Ich scanne mal ein bisschen. Wenn ja, wo? Ja. Meistens fallen die letzten beiden noch irgendwie zusammen. Na? Hier. Also, eine Sonde los. Ich finde es auch einfach, das Spiel grafisch und atmosphärisch auch grandios gemacht. Oder? Was denkt ihr? So, was haben wir hier noch für Meldungen? Kommandozentrale. Anfällig für Schäden und... Okay, kennen wir alles. Alles Meldungen, auf die wir reagiert haben. Beutellager voll. Macht aus Eis Wasser. Man muss auch ein bisschen aufpassen. Das ist auch eine ganz interessante Mechanik. Die Schiffe, die sind zum Beispiel ihren jeweiligen Andockrampen zugewiesen, ja, in den verschiedenen Sektoren. Also die sind irgendwo beheimatet, die Raumschiffe. Und sagen wir mal, so, ich habe jetzt hier, wird zum Beispiel Wasser hergestellt aus Eis. Wenn das Eis jetzt aber hier angeliefert wird und hier rumliegt, dann nützt mir das ja nichts. Dafür kann ich dann hier im Ressourcenmanagement zum Beispiel sagen, sagen wir mal jetzt hier für Wasser oder für Eis, wie hier der Lagerbestand sein soll oder was hier so der Ziellagerbestand ist. Wenn ich den in einem Sektor runter und in einem anderen Sektor raufdrehe, dann sorgt das dafür, dass da Materialien rüber transportiert werden. Aber nur dann,
wenn es hier auch ein Lager gibt, was diese Ressource lagern kann. Ja? Und ein Lager kann auch nur eine bestimmte Ressource lagern. Also das sind so ein paar Feinheiten. Ja, da muss man erstmal drauf kommen. Ja, finde ich auch, Sigi, auf jeden Fall. Wie gesagt, immer mal unter der Voraussetzung, dass einem sowas gefällt. Aber mir gefällt sowas außerordentlich gut. Und ich freue mich momentan wie verrückt auf Juli, wenn Frostpunk 2 erscheint. Nicht genug Nahrung, 41 von 59, um alle Besatzungsmitglieder während der nächsten Schicht zu ernähren. Das müssen wir auf jeden Fall mal im Auge behalten. Erstmal mache ich da noch nichts. Jetzt warte ich erstmal ab, dass hier die Erforschung weitergeht. Und dann sehen wir wieder mal, wie die Geschichte sich weiterentwickelt und ob da sich da vielleicht daraus irgendwelche Notwendigkeiten ergeben, irgendetwas zu tun im Moment. Man kann, wenn man möchte, auch die Zeit beschleunigen hier unten. Verlangsamen, anhalten, pausieren. So, hier unten sehen wir, es ist wieder eine Sonde bereit. Das kostet mich auch Material, Kunststoff. Nee, Polymer, davon habe ich aber genug momentan. So, ich muss nämlich auch mal gucken, dass wir jetzt auch von allen Materialien einen Spot irgendwie finden. Ne? Also würde ich jetzt mal gucken. Kunststoff haben wir gar keins mehr. Ne? Da, wo Polymer draus gemacht wird. Silizium, wo Chips draus gemacht werden, haben wir auch keine. Brauche ich akut nicht unbedingt. Aber es kann nicht schaden, das zu verarbeiten, solange wir noch keine Not haben. Würde aber gerne auch erst nochmal so einen Eisenspot hier mitnehmen. Weil das ist immer so auch so ein bisschen so ein ausschlaggebender Punkt. Wenn im System das Eisen ausgeht, dann muss ich da unbedingt weg, weil sonst irgendwann die Station auseinanderfällt. Aber ich glaube, das hatte ich schon erwähnt, oder? So, und hier bei diesen Punkten, da gibt es auch nochmal hier, das steht ja hier so, Wissenschaft einsammeln. Das sind Punkte, die ich brauche, um weiter forschen zu können. Während hier eine Mission läuft, werden keine Wissenschaftspunkte eingesammelt. Aber wenn dieser Teilabschnitt der Mission beendet ist, wird Wissenschaft gesammelt. Kompliziert, ne? Eigentlich ist es gar nicht so kompliziert. Ich glaube, ich drücke mich nur gerade kompliziert aus. Wie gut, dass ich keinen Vortrag drüber halten muss. So, hier oben kommt gleich eine Sonde an. Da gibt es ja irgendwie einen besonderen Punkt. Da könnte ich mit dem zweiten Forschungsschiff hinfliegen. Muss nur mal gucken, welches Forschungsschiff hier ist. Bin ich da mit der Ripley oder mit der Ratte hingeflogen? Ich weiß gar nicht mehr. So, Gruß P42. So, einen interessanten Ort entdeckt. Ein geeigneter Kandidat, um die Umsetzung unserer Kolonisierungsprotokolle zu testen. Okay. So, da müssen wir mit der Ratte hinfliegen. Das andere Schiff ist beschäftigt. Übrigens hier dieser gelbe Rahmen hier außen rum, falls sich da jemand wundern soll. Das ist, wenn ich zwischendurch, dass ich das Spiel mal anhalte zwischendurch. Weil Zeit ist hier auch ein wertvoller Faktor in dem Spiel. Während man nur überlegt und sowieso gerade gar nichts macht, drücke ich immer automatisch mal die Space-Taste, um die Zeit anzuhalten. Damit es hier mir nicht am Ende irgendwo fehlt. Wie gesagt, ich gehe mal persönlich davon aus, dass wir das Kapitel eh nicht im ersten Anlauf schaffen, aber vielleicht kann ich uns alle ja auch positiv überraschen. A probe has completed its scan. Na, hier unten wurde Eisen gefunden, wie erwartet.
So, die Schiffe. Lass mal gucken. Hier liegt auch schon Kunststoff rum. Also alle Schiffe Kunststoff mit niedriger Priorität. Silizium. Ich mache das jetzt an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen schneller. So, hier können wir wieder eine Sonde losschicken. So, jetzt können wir mal nach anderen Ressourcen schauen. Also Silizium haben wir nun ja nur auch gefunden. Wasserstoff brauchen wir für fast nichts aktuell. Wasser hingegen schon. Wie sieht es denn hier aus mit einem Wasserspot irgendwo? Das ist allerdings sehr nah dran am schlechten Wetter. Das würde ich lieber vermeiden. Okay, hierher. So, hier bekommen wir gleich ein neues Zwischenergebnis und dort hinten schauen wir mal. Bin froh, wenn wir hier mal fertig sind, weil ich gerne die Wissenschaftspunkte hätte, damit die Forschung auch weiterläuft. A science ship team has completed a task. So, Anschluss liegt. Übertragung von der Ripley. Administrator, die Remus-Koordinaten sind nicht hier. Hätte ich mir auch nicht so gedacht, dann wäre das Kapitel auch relativ schnell zu Ende. Zur Erinnerung, Remus ist der Planet, den wir suchen, von dem wir glauben, dass wir uns da eine neue Welt aufbauen können. Wie Sie wissen, sind Wohlkoordinaten, das sind die, die ich für meinen Sprungantrieb brauche, sonst geht nämlich hier gar nichts mit Wegspringen, sind äußerst komplexe Algorithmen, die fortgeschrittene Technologie zur Lagerung und Anwendung benötigen. Wir konnten einen Lagerbereich in der Kommandozentrale ausfindig machen, in dem diese Art Ausrüstung, vielleicht auch die von der Protagoras gestohlene, eventuell gelagert wurde. Sie wurde jedoch herausgerissen, mit Schneidlasern abgetrennt und weggeschafft. Wer das wohl gewesen ist. Es gibt einen kleinen Hoffnungsfunken. Wir fanden ein einzelnes beschädigtes Terminal. Die Energie von der Tikun ermöglichte uns den Zugriff. Offenbar konnte die Besatzung in den letzten Momenten der Etemenanki, während sie gegen die kolossalen Schäden an ihrem Schiff anging, die selbstähnliche Signatur ihres Angreifers identifizieren und aufzeichnen, als dieser sich zurückzog. Vielleicht hofften sie, die gestohlenen Remus-Koordinaten zurückzuholen. Wir besitzen nun diese Signatur. Sie gehört zu Piranes, einem Schiff des Schwarzmarktkollektivs. Hier schwindet unsere Hoffnung. Die wenigen Offiziersprotokolle über den Angriff sind erschreckend. Höchstwahrscheinlich befinden sich die Remus-Koordinaten nun an Bord der Piranesi. Dank alter Aufzeichnung von nun inaktiven Notsignalen konnten wir andere Teile der Etemenanki orten, die in diesem System umhertreiben. So, Datenabhörprotokoll beenden. So, den Angriff genauer untersuchen. Das Team der Ripley wird den Angriff wird analysieren. Die Tikun sollte sich in der Nähe aufhalten, um Energie zur Verfügung zu stellen. Oder ermittle die früheren Missionsziele. Das Team der Ripley wird die Missionsberichte studieren, um mehr über ihre Ziele zu erfahren. Also, manche Sachen sind wahlweise. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier beides hintereinander wegmachen können. Also, erstmal die Missionsberichte. Und wir bekommen hier immer mehr Wissenschaftspunkte, die aber nicht abgebaut werden können, weil die Wissenschaftler sind ja hier mit was anderem beschäftigt. Und gleich tut sich da hinten nochmal wieder was Neues auf. Noch eine neue Baustelle. Sozusagen.
So, machen wir hier mal die höchste Priorität auch drauf, damit es da auch kein Vertun gibt. Na? Wird sich nicht rüberschieben lassen? Doch. Man kann auch verschiedene Ressourcen vermeiden. Das kann zum Beispiel dann Sinn ergeben, wenn man hier welche hat in der Nähe von der Schlechtwetterzone und irgendwas liegt auf der anderen Seite zum Beispiel, dass man sagt, da nicht hinfliegen. Sonst fliegen die Schiffe da gnadenlos rein und ja, wahrscheinlich bekommt man dann ein Problem. Manchmal auch nicht, also das Spiel besteht jetzt nicht nur aus Problemen, aber es gibt schon sehr viele davon. A science ship has arrived at its destination. Schauen wir mal, was hier oben los ist. Zusammenfassung des Scans. P42 ist ein geeigneter Kandidat, um die Umsetzung unserer Kolonisierungsprotokolle zu testen. Übertragung von der Ratte. Wir sind auf P42 gelandet. Der Planet ist in einem giftigen gelben Dunst gehüllt, der die Sicht stark einschränkt. Erste Messungen zeigen Spuren von Sauerstoff in der Atmosphäre des Planeten. Wir haben außerdem einige Arten von Bakterien an den Ufern von Mutter entdeckt, einem der Cyanidozeane auf P42. Cyanidozeane? Okay, jetzt haben wir wieder die Wahl. Ich kann später wiederkommen oder errichte eine grundlegende Neokon-Kolonie-Infrastruktur. Bereitet potenzielle Kolonisten auf das Leben in neuen Ökosystemen vor. Einfache physiologische und psychologische Auswertungen werden innerhalb der lokalen Umgebung durchgeführt und liefern nützliche Felddaten zur Verfeinerung der Dolos-Kolonisierungsprotokolle. Oder eine fortgeschrittene. Gemeinsam mit dem Technik-Labor der Tikkun werden umfangreiche... Okay. Also, mal abgesehen davon, dass das hier deutlich mehr Ressourcen braucht, glaube ich, dass wir aktuell auch nur 60 Kolonisten hätten. Also nicht nur, dass das da unten viel mehr Nahrung verbrauchen würde und viel mehr Kolonisten und Eisen. Eisen ist ja ganz wichtig für was anderes. Es würde ja mehr verbrauchen, als wir gerade haben. Also für mich besteht hier eigentlich nur die Option, eine kleine Kolonie hier zu errichten. Oder gar keine. Eine kleine oder keine? Das müssen wir aber auch nicht sofort entscheiden. Sprich, ich bleibe jetzt nicht so lange in dem Bildschirm. Ich gucke aber nochmal auf dem Schiff. So, die Kolonisten sind hier in Sektor 3. Ich glaube, das hier ist das Siedlungszentrum. Die Kolonisten, die wir hier nehmen, also die können wir auch noch ein bisschen ersetzen. Also wir haben ja hier auch noch eingefrorene Kolonisten. Also wenn ich die jetzt wegschicke oder weg hier trainiere, dann kann ich ja hier auch neue Kolonisten auftauen oder neue Bewohner auftauen. Das ist nicht das Problem. Bin mir nur nicht sicher, ob wir jetzt besser abwarten und einen großen Test machen oder ob wir uns mit dem kleinen Test begnügen. Ich habe null Ahnung, was das für eine Auswirkung auch jetzt haben könnte an der Stelle oder auch nicht. Schwierig. So, dann bräuchte ich 2x15. So, 2 Chips haben wir. Bin mir unsicher. Falls mir jemand von euch mit seinem Gedanken dazu weiterhelfen kann, bin ich sehr dankbar. Ansonsten tendiere ich aktuell zu kleiner Kolonie. Dann würde ich zusätzlich Leute auftauen. Ach, hier ist ja noch ein. Hier war ja noch irgendwas. Warte mal, Ereignis verfügbar. Machen wir das mal. Erstmal. Während in Sektor 2 seit geraumer Zeit potenzielle neue Besatzungsmitglieder in Kryokapseln untergebracht sind, gibt es in diesem Sektor kein aktives Kryonikzentrum.
Das bedeutet, die Besatzung, das beunruhigt die Besatzung sehr. Niemand mag den Kryoschlaf. Einige erinnern sich noch an die ersten kryonischen Unfälle während der Epidemien auf der Erde. Um ihre Befürchtungen zu zerstreuen, sollten die Insassen der Kryokapseln so schnell wie möglich aufgeweckt werden. Das kommt mir entgegen. So, alle Kryonikzentren in Sektor 2 für 30 Zyklen einschalten. Das mache ich. Danke, Sigi, dass du mich bestärkst in dem, was ich vorhabe. So, man findet öfter mal so Spots, wo man halt Überlebende findet. Überlebende findet man immer in Form von Kryokapseln. Habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht. Ich sag's trotzdem nochmal. Alles gut, Sigi, ich verstehe es auch mit Schreibfehler. So. Okay, lass es uns tun. So. Ein Schiff aus Sektor 3 kann sich darum kümmern. Ich glaube, das Forschungsschiff brauchen wir dann aber nicht mehr hier. Ach, ein Unfall. Was passiert? Nur eine kleine Explosion. Kein Grund zur Beunruhigung. Vielleicht ein Anschlag auf das Datenabhörzentrum. Warte mal, kann ich die Ratte jetzt hier rüber schicken? Um hier Wissenschaft zu sammeln? Nein. A probe has completed its scan. So, hier unten haben wir jetzt Wasser. Sehr gut. Wasser, Wasser, Wasser. Oh, ein Besatzungsmitglied ist während eines Unfalls gestorben. Auch noch Dinge, um die man sich kümmern kann. So, dann holen wir jetzt uns noch einen Silizium-Spot. Würde ich sagen. Mal gucken, ob wir irgendwo einen finden. Hier irgendwo. Ah, der war sehr nah am Schlechtwetter. Egal, ich schicke da trotzdem eine Sonde hin. Wir können ja, wie ich vorhin schon sagte, bei den einzelnen Materialspots entscheiden, ob wir da, ob wir die abbauen wollen oder nicht. Ich glaube, meine Schiffe bauen momentan nichts anderes ab. Machen die aktuell denn überhaupt irgendwas? Okay, im Grunde würden sie ja, wenn es nichts mehr abzubauen gäbe, würden sie ja auch alles andere abbauen. Ich habe jetzt aber auch schon so viel Eisen abgebaut. So viel ist ja noch, also wie soll ich das sagen? Das muss ja alles noch irgendwie abtransportiert werden. Okay, zum Abholen sind 100 bereit. Ja, ich gehe lieber auf Nummer sicher und baue noch ein bisschen mehr. A science ship team has completed a task. Okay, jetzt geht's hier weiter. Durch die Stromversorgung der Kommandozentrale konnte das Team der Ripley die Kernmissionsdaten extrahieren und analysieren. Die Etemenanki war ein UNO-Schiff, das ursprünglich andere Exoplaneten suchen sollte. Ist vielleicht auch ganz interessant, dass so der Beginn der Geschichte an wirklich gar nicht Science-Fiction ist, sondern so an den Gegebenheiten auf der Erde, wie man sie jetzt kennt, vielleicht noch ein paar Jahre in der Zukunft ausgerichtet ist. Wenn ja jetzt immer mal die Rede ist hier von UNO und so weiter, da ist wirklich diese UNO mit gemeint, aber aus der ist ein bisschen was anderes geworden in der Zukunft. So, also ein UNO-Schiff, das ursprünglich andere Exoplaneten suchen sollte. Frühere Reiseprotokolle bezeugen eine äußerst mangelhafte Vorbereitung für diese Aufgabe. In Ermangelung eines bewohnbaren Exoplaneten haben sie scheinbar noch von der UNO deklarierten Feinde der Menschheit gesucht. Dolos und die Ashtangiten. Durch den Angriff auf die Protagoras konnte die Etemenanki schließlich Remus lokalisieren. Okay. Gut, und jetzt hatte ich ja gesagt, dann tun wir den Angriff natürlich auch noch analysieren.
tun, machen hetzetetzte Künste. Heute brauche ich mal eine Tüte Deutsch. Das klappt nicht so gut. So, was ist denn hier eigentlich mit meinem... Läuft das hier irgendwie? Wird da Material hingeliefert? Wo ist denn mein Frachtschiff? Welches habe ich denn... Warte mal, wo ist denn hier welches? Du bist... Das ist Wolli, Minfa, Santa Slay. Oder wird das hier noch bereitgestellt? Warte mal. Die Dinge müssen ja hier in Sektor 3 für das Schiff bereitgestellt werden. Aber erstmal müssten hier Dinge abgeholt werden. Hier liegt noch ein ganzer Haufen Eisen. Eine ganze Menge Eisen, was nicht abgeholt werden kann. Obwohl doch, das wird von hier nach dort. Das kommt dann ins Lager. Wird hier aber nicht gebraucht. Das sind dann hier diese Transporter. Die bringen das Ganze dann in einen anderen Sektor rüber. So, hier ist Eisen. Kryokapseln. Und hier liegt momentan nichts zur Abholung bereit. Beziehungsweise doch da oben. So, trotzdem frage ich mich, wann hier mal ein Transportschiff rüberfliegt. Im Transit. 45 Stahl, 60 Lebensmittel, 60 Kolonisten. Ein Schiff ist unterwegs. Ja, wo ist es denn? Das hier ist nur das Forschungsschiff. Na, jetzt. Was hast du an Bord? Okay, das dauert. Es bringt erstmal 30 Stahl. Das muss mehrere Touren fliegen, das Schiff. Um für die Kolonisierung Material und die Leute rüberzubringen. Ich habe auch leider nicht die Wahl zu sagen, ich möchte mehrere Schiffe mit der Aufgabe betrauen. So, Eisen. Eisen brauchen wir immer, ne? Eisen. Habe ich schon erwähnt. Eisen brauchen wir. Wichtig. Trotzdem könnte ich mich jetzt auch mal anderen Materialien widmen. Und das werde ich auch mal tun. So, und jetzt von allem ein bisschen, ne? So, hier wird alles gleich priorisiert, aber hier priorisieren wir... Warte mal, es ist gar nichts anderes zum Abtransport bereit. So, wir machen hier mal mit Kunststoff weiter. Has completed its scan. Wo? Ah, hier. Ah, guckt mal, das ist so, das geht noch. Das ist noch in den, ja. Aber wenn jetzt hier die Bergbauschiffe rumfliegen. Naja, gucken wir mal. Noch müssen wir da ja nichts abbauen. Während die Heteminanki im Krusch oder Crucius-System verweilte, wurde sie von der Piranesi überraschend angegriffen. Berichten zufolge kam es zu enormen Verlusten. Die UNO-Besatzung konnte eine Schwachstelle in den Verteidigungssystemen der Piranesi ausfindig machen und einen Enterangriff starten. Die Piranesi feuerte ihre Hauptwaffe ab und floh aus dem System. Die letzten Überlebenden des Angriffs, die ihre Kryokapseln nicht erreichen konnten, erlagen entweder der Kälte und erstickten langsam in den folgenden Tagen. Ein trauriges Ende.
Tja, Ausrüstung verstauen und die Ruinen verlassen. Mehr gibt es hier scheinbar nicht zu tun. Administrator, a new request awaits your attention. Habt ihr das gesehen, das Weltraumwetter? Administrator, we have found the Piranesi signature stored in the Etamanenki's destroyed command center. It is a ship unlike any other in our records. A formidable opponent, now in possession of the Remus coordinates. The eventual failure of the Tycoon's hull is inevitable. We have no other choice but to confront the Piranesi. Before we leave the system, we must find a way to develop an effective countermeasure strategy. Okay, wir müssen uns den Piranesi stellen. Neues Ziel, die Arche der Menschheit. An accident has occurred in the Tycoon. Okay, also aufgepasst. War das jetzt Zufall oder hat das daran gelegen, dass ich die Erforschung bei diesem einen Planet abgeschlossen habe, dass das Weltraumwetter hier in meine Richtung sich bewegt hat? Seht ihr das? Die Ressourcen? Jetzt sind sie nämlich in der Schlechtwetterzone und werden jetzt von mir alle auf Vermeiden gestellt, damit hier keiner hinfliegt. Das ist aber schlecht. Das ist aber schlecht. So, was haben wir hier? Zusammen warte auf Forschungsschiff. Ach Gottchen. Verfallener Reaktor, Industriewag, zusammengebrochene Nahrungsmittelproduktionslinie. Was müssen wir denn jetzt überhaupt machen? So, Kolonisierungstest durchführen hier oben. Das läuft. So, die Arche der Menschheit verfüge über 4 freigeschaltete Sektoren. Also bleibt mir nichts anderes übrig. Ich muss einen zusätzlichen Sektor auf dem Schiff freischalten. Auch wenn ich nicht möchte eigentlich. Erwecke 2000 Kryokapseln. Was? Da würde ich ja plötzlich nochmal mehr Leute dazu kriegen, als ich jetzt schon insgesamt auf dem Schiff habe. So, Eis muss gelagert werden. 500 Stück. Muss ich auf Lager halten. Na toll. Und auf den Konflikt muss ich mich vorbereiten. Bereite dich auf die Piranesi vor. Finde eine Gegenmaßnahme für ihre Angriffe. Baue genug Batterien, damit mindestens 4 Sektoren über Reservestrom für 5 Zyklen verfügen. Uff. Da muss ich auch noch Umbauaktionen im Raumschiff durchführen. Leck mir am Ärmel. Tja, Abwehrmaßnahmen. Gut, müssen wir jetzt mal drüber nachdenken. Also wir haben Sprungkoordinaten. Ich taue ja jetzt gerade laufend neue Leute auf. Hier sieht man es ja. 3 von 2000. Das wird eine Weile dauern, bis wir auf 2000 kommen. Ich denke, wir warten erstmal, bis einige Leute aufgetaut sind. Beziehungsweise, wie viele Leute muss ich denn in so einen neuen Sektor schicken? 40. Und es müssen 40 Arbeiter sein. Gut, ein bisschen Lebensmittel geht. Ein paar Chips habe ich. Stahl? Kriegen wir irgendwie hin. So, wie ist das hier mit den Lebensmitteln? Durchschnittlicher Bestand. Sektor. Station. Warte mal, ich muss mal gucken, dass mir hier nicht die Nahrungsmittelversorgung zusammenbricht. So, hier. Sektor minus 6,4 und hier. Minus 5,4. Ich muss mir irgendwas mit der Nahrungsmittelversorgung einfallen lassen. Ich meine, hier ist klar. Hier war klar, dass es irgendwann ein Problem gibt, weil hier werden ja immer mehr Leute aufgetaut. Also hier, die bleiben ja hier. Die werden hier erweckt aus den Kapseln und bleiben dann in dem Sektor, solange ich sie nicht irgendwo anders hinschicke. Hier sind alle glücklich, alles ist optimal. Was ist hier los?
Die Feindseligkeiten zwischen ehemaligen Besatzungsmitgliedern der Protagoras und der Etemenanki wird zu einem Problem. Die gemeinsame Unterbringung der beiden Besatzungen auf der Tikun bedroht die Stabilität der Station. Kleinprotokolle empfehlen eine temporäre Trennung, bis die Spannungen nachlassen. Leiten Sie einen Bevölkerungstransfer ein und die Individuen werden anhand der DAS-Daten automatisch sortiert. Hm. 100 Besatzungsmitglieder werden von Sektor 3 zu 1 transportiert, um das Problem zu beheben. Dafür haben wir keine Zeit, wir müssen unsere Differenzen beseitigen und voranschreiten. Puh, ich halte ja nichts davon, ne, um Leute zu trennen, aber wenn... Es ist ja hier die Rede von temporär. Ja, ich lasse euch mal 90 Sekunden mit dem Problem alleine und bin gleich sofort wieder für euch da. So, da ist er wieder. Und der Sigi ist heute mein Gedankenleser, weil das wäre tatsächlich jetzt auch meine Wahl gewesen. Das machen wir von Sektor 3 nach Sektor 1 und gleichzeitig schicke ich 100 Leute von Sektor 1 nach Sektor 3. Also es wird schon irgendwie klappen. Von 3 nach 1, okay. Neues Ziel, der Grenzen der Fraternität. Du liebe Zeit. Also von 3 nach 1, ne? Also, Bevölkerungsmanagement. Von 3 nach 1. Nicht beliebige Besatzung, sondern nur Nicht-Arbeitskräfte, damit das hier keine zu großen Auswirkungen hat. So, von 3 nach 1, Transfer beginnen. Nicht-Arbeitskräfte. So, jetzt machen wir das gleich direkt auch wieder andersrum, um das wieder auszugleichen. Von 1 nach 3. So, Nicht-Arbeitskräfte. So, ich glaube, das schadet nicht, dass die hier kurzzeitig in den Sektoren mal nicht zur Verfügung stehen. Danke und mach das, Sunshine. Bis gleich. Ui, was war hier los? Eine Störung verhindert den ordnungsgemäßen Betrieb. Naja. So, die Sonde ist mir jetzt erstmal egal. So, die Verbesserung des Speisesaals. Ich will mal gucken, so die Insektenfarm ist komplett verbessert. Ich will mal gucken, ob ich irgendwie noch mehr Lebensmittel rausbekomme. Was könnte die Algenfarm? Anlegen automatisches Ernten von 4 Algenplantagen. Große Menge Wasser. Mal gucken, ob wir hier noch irgendwas optimieren können. Quartiere, Krankenstationen, der Rumpf. Was können wir denn hier noch machen? Stahlfaser flicken.
Rumpfabnutzung während der Fahrt um bis zu 20% reduziert. Die Krankenstation, Frachtschiffe. Da kann sich schneller bewegen. Was ist hier? 10% schneller abbauen. Schnellere Sonden bauen. So, haben wir denn irgendwo... Was können wir denn mit den Batterien noch machen? Wir müssen ja auch Batterien bauen, wie wild in jedem Sektor, ne? Solid-State-Batterie. Speicherkapazität erhöhen, oder? Ladegeschwindigkeit erhöhen. Ja, das ist auch nicht so viel. Fusionsstation, Stahlwerk. Feuerwache, Drohnenbucht. Wo haben wir denn noch was für Lebensmittel? So, der Speisesaal, der wird gerade optimiert. Die Getreidefarm, die ist komplett optimiert. Was mit der Pilzwand? Kontrollierte Symbiose. Die Nahrungsproduktionsgeschwindigkeit ist um 15% erhöht. Komm. Das wird als nächstes erforscht. Hat ja was mit Lebensmitteln zu tun. Wenn der verbesserte Speisesaal fertig ist. Wir können in dem neuen Sektor ganz viel Lebensmittelproduktion machen dann. Das müssen wir sowieso. Weil mit 2000 mehr Leuten in der Besatzung brauchen wir ohne Ende Lebensmittel. Ich weiß gar nicht, wo ich die Leute alle unterbringe. Ob wir mit einem zusätzlichen Sektor überhaupt hinkommen. Die anderen 1300 Leute hier, die sind ja auf 3 Sektoren verteilt. So, Ripley hat, die Ripley hat alle Wissenschaftspunkte erworben. Okay, dann können wir jetzt mit der Ripley hier weiter die Punkte abfliegen. Ich mache mal hier so die Kurve. Links, Mitte, rechts. Ja, so machen wir das. So, jetzt gucken wir mal, ob es hier noch interessante Punkte gibt. Also es gibt tatsächlich, warte mal, ich hoffe, es gibt keine interessanten Punkte hier im Wetter oder auf der anderen Seite. Ich könnte natürlich gucken, ob ich hier irgendwo einen Punkt finde, um mit der Tycoon hier durchzufliegen. Ich habe so irgendwie im Gefühl, dass die Schlechtwetterfront noch näher kommen wird. Ich weiß nicht warum, so ein unbestimmtes Gefühl. So, was haben wir hier noch? Also wir brauchen auf jeden Fall noch zusätzliche Kryokapseln, sonst kommen wir gar nicht auf die 2000 Leute. Also wäre jetzt gut, einen Standort von Kryokapseln zu finden. Na? Hier. Beziehungsweise... Naja, wir fliegen mal hin. Also wir schicken mal eine Sonde hin. So, wie ist das hier mit Abbau und Abholen? So, es gibt kein Metall mehr abzuholen. Gut, dann werden sie ja jetzt automatisch Kunststoff abholen, wenn es kein Metall mehr zum Abholen gibt. So, dann könnt ihr eigentlich hier mal mit weitermachen. Mit ein bisschen Silizium. Was dann als nächstes abgeholt wird und dann wieder Eisen herstellen. Irgendwie so. Traritrara, der Fuzzy ist da. Ich grüße dich recht herzlich und hoffe, dir geht's gut, ob mit oder ohne Schnieblo. Übrigens, dein Wunsch wurde erfüllt. Der Ausruf, um ihn mal so zu nennen, ist jetzt im Soundboard drin. Viel Spaß damit. Ansonsten auf jeden Fall auch einen schönen Abend.
So, es wurde was freigeschaltet. So, verbesserte Pilzwand. Jetzt können wir nämlich schon mal gucken, wo wir da weitermachen. So, da können wir nichts weiter erforschen. Jetzt will ich mal gucken bei den Solarmodulen. Wir brauchen ja auch Energie unbedingt. So. Kosten gesenkt. Wärmerückgewinnung. 5% erhöhte Energieproduktion. Oh, was ist hier? Der Rumpftempel. Ach hier, wegen dem Kult des Rumpfes, den wir vorhin zugelassen haben. Gesundheitszentrum. Kann Bürger aus der ganzen Station heilen, wegen dem Bahnhof. Ich brauche diesen verdammten Bahnhof. Ich brauche überall einen Bahnhof. Ich will, dass die Züge fahren. Atomkraftwerk. Aus 3 bis 8 Einheiten Wasserstoff, 75 bis 200 Einheiten Energie. Wasseraufbereitung. Abfalleinheiten für Wasser. Hier, jetzt kann ich den Bahnhof erforschen. Beschleunigt den Transfer von Bürgern zwischen den Sektoren. Ermöglicht außerdem die Einflusserweiterung einiger Gebäude auf alle Sektoren. Super. Was kann die Drohnenbucht? Baut und lagert Drohnen. Dann kann ich hier nicht nur einzeln bauen und verschicken, sondern erstmal bis zu 10 sammeln. Das ist auch cool. Alles klar. Vielen Dank, Siggi, für deinen Besuch und einen schönen Abend noch. So, Bahnhof. Ich verstehe nur Bahnhof. Halt, das wollte ich so gar nicht machen. Egal. Kommt die Pilzwand eben danach. So ist richtig rum. Erst die Pilzwand, dann der Bahnhof. So. So wird ein Bahnhof draus. Bis wir die Ziele alle erfüllt haben, mein Gott. Da haben wir noch einiges zu tun. Ich mache mir Sorgen wegen der Schlechtwetterfront. Wirklich Sorgen mache ich mir da. Population transfer complete. A science ship has arrived at its destination. Okay, beim verfallenen Reaktor. Jetzt lasse ich dir aber erstmal die Wissenschaftspunkte einsammeln, bevor ich die Mission starte, damit ich die dann auch habe. Weil ich habe ja jetzt nur, ich brauche jetzt einiges an Punkten. Ich könnte auch einfach die Punkte hier abfliegen und gar nicht gucken, was da los ist. Wenn ich nur die Wissenschaftspunkte haben will, aber ich habe das Gefühl, dass mir dann irgendwas durch die Lappen geht. So. Zusammenfassung der Daten über die Etheminanki-Reaktoren. Unsere Sensoren haben einen Teil der Etheminanki lokalisiert, der im Weltraum herumtreibt. Nach ersten Berichten handelt es sich bei dem Wrack um den Maschinenraum und die Reaktoren des Schiffes. Übertragung von der Ripley. Wir haben die Anlage erreicht. Nur 2 der massiven Reaktoren der Etheminanki sind übrig. Eine erste Erkundung zeigt 3 interessante Punkte. Die Triebwerke, den Maschinenraum und die Maschinenüberwachung. Triebwerke untersuchen. Maschinenraum untersuchen. Okay, das scheint mir jetzt nichts besonders Gefährliches zu sein. Ich mache einfach alles der Reihe nach. Wie sieht das denn hier oben mit meiner Kolonisierung aus? Eieiei, Stunden später. Bis das mal soweit ist. Ja, bis dahin hängt mein zweites Forschungsschiff da fest. Okay, 22 Leute sind aufgetaut. Ich sollte mir vielleicht überlegen, den zusätzlichen Sektor schon mal freizuschalten. Vielleicht. So, was baut ihr gerade ab? Silizium. So wie ich das auch gesagt habe. Und danach bauen wir Wasser ab. Ich glaube, wir bräuchten jetzt schon dringend Wassernachschub, oder? Weil
Wir brauchen viel Wasser für die Felder. Vielleicht haben wir deswegen ein Nahrungsmittelproblem gerade. Mal gucken. Also jetzt gucken wir erstmal, dass wir hier auf 100 wieder auf, dass wir hier mindestens mal 100 zusammenbekommen. 100 Silizium, was dann hier von den Transportern abgeholt werden kann. Und dann schwenke ich um auf Wasser. Beziehungsweise das können wir schon mal einstellen. So, Wasser. So, jetzt von der Priorität. Nach dem Wasser kommt wieder Eisen. Und mit niedriger Priorität, das machen wir mal so über Kreuz. Ein Schiff baut das ab, ein Schiff baut das ab. Und hier haben wir mal ganz niedrige Priorität. Und hier hinten, Metall hat die höchste und der Rest wird abgeholt, so wie es da ist, wenn gerade kein Metall abzuholen ist. Ja, so machen wir das. So, kontrollierte Symbiose wurde freigeschaltet. Gut, für den Bahnhof habe ich jetzt nicht genug Punkte, aber wir haben einen Vorteil an der Pilzwand. Können wir noch was freischalten? Andauernde Feuchtigkeit. Die Nahrungsproduktionsgeschwindigkeit ist um 30% erhöht. Kommt direkt als nächstes. Aber ich brauche natürlich Abfall. Ich brauche Abfallnachschub für die Pilzwand. Ohne Abfall funktioniert sie nicht. So, Sektor 3 hat nicht genug Quartiere. Sektor 2 hat Hunger, Sektor 1 hat Hunger, aber niemand ist am Verhungern. Ja, ich denke mal, wir werden jetzt gleich mal Sektor 3 freischalten. 16 Nahrungsmittel, 4 Chips, 80 Barren. 40 Arbeiter. Ja, wir müssen den Bereich sowieso freischalten. Und bevor ich jetzt an allen Sektoren was rumbastle, so, Zugriff eingeschränkt. So, jetzt wird das Material hier hingebracht. Schneller als ich dachte. So. Ein Science-Ship ist fertig. Jawohl, hier beim verfallenen Reaktor. So, Zusammenfassung über den Antrieb. Die Etemenanki schien über zwei verschiedene Antriebsarten zu verfügen. Die systeminterne Methode hat viel Ähnlichkeit mit dem Dolos EKP. Ein Quervergleich der Missionsdaten zeigt eine Reihe von Übereinstimmungen mit der Begegnung in der Nähe des Saturn während der ersten Testphase der Tykun. Der systemübergreifende Antrieb entspricht der grundlegenden Funktion des Wohlantriebs, also unserem Sprungantrieb. Unser Team hat die Überreste zahlreicher Akkreditierungsbereiche gefunden. Wissen und Zugang zu den Antriebsmodi waren scheinbar stark eingeschränkt. Die beiden Reaktoren wurden zur gleichen Zeit beschädigt wie die große Suprastruktur. Unsere Analysen zeigten Spuren von Gluonenpartikeln. Oha. Auch wenn ich keine Ahnung habe, was das für Partikel sind. So, warte mal. An accident has occurred in the Tycoon. Was hier? Insektenfarm? Okay. In einem Zyklus funktioniert sie wieder. So, was fehlt mir hier? Metall kommt an. Chips kommen nicht an, weil ich habe kein Chiplager. Das können wir ändern. Ja, dann hätte ich gerne mal 4 Chips. Chips. Sektor 3.
Achtung, das sollte jetzt dazu führen, dass die hier irgendwann hintransportiert werden. Ach, hier ist noch ganz viel Wasser drin. Die Getreidefarm. Bis zu 9 Getreidefelder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja. So, wie sieht's aus? Kommen die Chips hier an? Ja, ich glaube schon. Hier sind es auf jeden Fall weniger geworden. Ach, das hätte ich gar nicht umwidmen müssen. Ich habe doch da schon ein Lager. Na egal. Dann machen wir hier Eisenlager draus. Damit das Eisen hier mal rausgeladen wird. Wäre eine gute Idee, oder? Was kommt davon, wenn man sich damit nicht weiter auseinandersetzt? So, die Chips kommen an. Ja, ich denke, den Sektor bekommen wir hier in Kürze freigeschaltet. Ja, fehlt nur noch der Rest von dem Eisen. Zusammenfassung der Daten über den Maschinenraum. Der Antrieb wurde weder von einem PA noch von einer einfachen KI unterstützt. Stattdessen hat die Besatzung die Triebwerke und Schubdüsen kontinuierlich überwacht, angepasst und repariert. Ihre Lebensbedingungen waren äußerst prekär. Viele von ihnen schienen entweder Gefangene oder Ausgestoßene an Bord der Etemé Nanki zu sein. In einigen Schlafzellen wurden schriftliche Anmerkungen zum genetischen Konatus und den Ashtangiten gefunden. Ich habe selten ein Spiel gehabt, ja, wo trotz der Tatsache, dass da deutscher Text steht, ich immer so lange über einzelne Wörter nachdenken muss, weil hier auch diese Rassen und Fraktionen so Beschreibungen haben. Da tue ich mich echt schwer mit der Aussprache. Es gibt Berichte über mehrere schwere Zusammenbrüche vor der letzten Explosion. Besatzungsmitglieder arbeiteten hüfttief in Kühlflüssigkeit. Einige starben bei der Ausübung ihrer Arbeit in der toxischen Flüssigkeit. Wer sich weigerte, wurde von den Vorgesetzten hingerichtet. Na, das sind ja Arbeitsbedingungen. Da ist ja dann bei mir auf der Station im Gegensatz dazu das Paradies. So, jetzt sage ich mal, verlasse die zerstörten anderen Systeme. Ich glaube, ich will mal ausprobieren, ob ich dann gleich noch weiter forschen kann. Warum? Weil ich möchte erst die Wissenschaftspunkte, damit mir die nicht ausgehen und weiter geforscht wird. So, da gibt es nämlich einiges an Punkten. Ah, dadurch, dass ich weggegangen bin. Habt ihr gesehen, das Wetter kam wieder näher. So wie ich das sehe, passiert das jedes Mal, wenn wir irgendwo eine Forschung beenden. Und ich konnte jetzt, ja, ich kann die Punkte jetzt noch einsammeln. Aber ich konnte. Ich kann jetzt nicht mehr den letzten Punkt hier noch erforschen. Da habe ich jetzt wahrscheinlich Wissenschaftspunkte verschenkt. Willkommen zurück, Sunshine. Auf dem Balkon war ich vorhin auch, kurz vorm Stream. Ganz kurz. Okay, ich denke dann, wenn wir den nächsten erforscht haben, vielleicht machen wir mit der Forschung am besten hier unten weiter. Wenn hier das Wetter näher kommt, dann haben wir hier oben vielleicht noch ein bisschen Platz und vielleicht kann ich mit der Tycoon ein bisschen ausweichen. Wohin am besten? Wahrscheinlich am besten zum Industriewrack, würde ich sagen.
Vielleicht machen wir das vorsichtshalber einfach jetzt schon, oder? Würde gehen. In der zerstörten Kommandozentrale können wir sowieso nichts mehr machen. Komm, wir machen das, vorsichtshalber. Ja, ist dann so. Wir fliegen mal los. Ja, irgendwann fällt der Strom aus. Es wird sich irgendwann noch herausstellen, ob das jetzt eine gute Entscheidung war, mit der Station zu fliegen. Ich mache das immer äußerst ungern, die im System zu bewegen, die Station. Oh, der Bahnhof wurde freigeschaltet. Da freue ich mich aber. Caution. Entering debris field. Was? War wahrscheinlich keine gute Idee, dahin zu fliegen. Trümmerfeld. Gut, wir werden sehen. So, und die Ripley. So, und wir machen hier unten aber weiter. Ich gehe, wie gesagt, davon aus, dass das Wetter immer näher kommt. Jedes Mal, wenn wir eine Forschung auf einem Planeten abschließen. So, wir sind da. Dann wollen wir hoffen, dass keine Trümmer auf der Station einschlagen. Habe ich mir einen Bärendienst erwiesen sonst. So, wie sieht das mit der Sektorenfreischaltung aus? Oh ja, der Sektor ist freigeschaltet. Jetzt müssen wir uns kümmern, hier Platz zu schaffen. Eieiei, wie war denn das nochmal? Erstmal Straßen. So, dann müssen wir das so machen. Erstmal Material abbauen. So, wie war das denn nochmal? Gebäude stehen nicht mit einer aktiven Halde verbunden. So, wir brauchen auf jeden Fall Halden. Bauen. Also erstmal so eine Metallhalde. Das ist alles Metall, was hier rumliegt. Bau die Straßen nachher alle wieder ab. So. Erstmal in den Außenbereichen hier alles frei machen. So, wie viel Metall haben wir denn da? 5, 7, 10, 20. Okay, und eine Halde brauchen wir noch.
Okay, wir brauchen auch eine Werkstatt. Die kommt hier hin. Und eine Halde. Bauen wir hier hin. Okay, wir haben einen neuen Sektor. So, wir brauchen irgendwas, wo die Leute wohnen können noch. Einen Speisesaal brauchen wir hier. Ja. Erstmal ein bisschen Platz schaffen. Erstmal ein bisschen Platz schaffen. Druckloser Distrikt. Da kann ich doch überall nicht hin. Zerstörter medizinischer Bereich. Ach, warte. Oder muss ich hier hinfliegen, wenn mich das Wetter erreicht? Könnte ich da hinfliegen? Tatsächlich. Will nur keiner aktuell. Okay, also wir kommen um einen größeren Standortwechsel. Nicht umhin. Ich habe schon gedacht, um jetzt so viele Leute hier zusammenzukriegen und diese ganzen Anforderungen zu erfüllen, das kriegen wir doch so schnell alles gar nicht hin. Oder nicht mit den wenigen Materialien, die wir hier haben. Jetzt bin ich gleich erstmal gespannt, was hier unten los ist. Oben geht es aber auch überhaupt nicht vorwärts, ne? Ein paar Lebensmittel wurden geliefert, noch keine Kolonisten. A science ship has arrived at its destination. Okay, wollen wir mal gucken, was hier unten los ist. Ne, vorher sammeln wir die Wissenschaftspunkte. So rum ist es nämlich kein Problem. So, wir können noch mal eine Sonde starten. Administrator, a new request awaits your attention. Ja. An accident has occurred in the Tycoon. Was gibt's denn für eine neue Anfrage? Ich kann mich nur erinnern, das ist jetzt zwar schon eine Weile her, seit ich das letzte Mal gespielt habe, aber es gibt hier eindeutig zu viele Unfälle. Administrator, trotz der gründlichen chemischen Verarbeitung und der überzeugenden synthetischen Aromen sind die aus Abfällen hergestellten Lebensmittel bei der Besatzung nicht sehr beliebt. Die Besatzung macht sich oft über die Parallelen zwischen ihrer Nahrung und ihrem Abfall lustig. Doch manchmal gedeiht die Saat des Unfriedens auf dem Boden des Humors. Schalte die Pilzwände für 30 Zyklen ab? Nein, das mache ich nicht. Ich habe doch jetzt kaum genug Lebensmittel. Was erwarten Sie? Hummer? Ja, tut mir leid. Die Pilzwände werden nicht abgeschaltet. Auf keinen Fall. Keinen Fall. Ja, toll, dass hier gleich ein Unfall passiert ist in dem neuen Gebiet. Da bin ich ja mega begeistert. So, ich wollte gucken, was hier abgebaut wird. Na gut, baut ruhig noch ein bisschen Wasser ab. So, was ist hier los?
Scan. Unsere Sonde hat ein Signal entdeckt, das von einer Gebirgskette ausgeht, die an einen sauren Ozean angrenzt. Hier spricht die Besatzung der Ripley. Wir befinden uns in der Umlaufbahn von P38. Bitte beachten Sie das schmucke Stadion auf der linken Seite und den schönen Strand auf der rechten Seite. Freuen Sie sich auf einen wundervollen touristischen Ausflug in saurer Atmosphäre. Aber wie Sie sicherlich wissen, sauer macht lustig. Nein, da steht natürlich was anderes. Der Planet besitzt eine äußerst korrosive Atmosphäre. Sobald wir gelandet sind, wird es wenig Raum für Improvisation geben. Wir müssen jetzt ein Suchprotokoll erstellen. Wir wissen, dass die Quelle des Signals unter einem Berg liegt. Es wird Zeit kosten, dies zu untersuchen. Alternativ können wir uns auf das Sammeln, Analysieren von Proben konzentrieren, um mehr über Ökosysteme wie jenen auf P38 zu erfahren. Bohre durch den Berg, Ursprung des Signals hin. Führe eine topografische Analyse durch. Ignoriere das Signal und konzentriere dich auf die Probenentnahme. Ich bohre nicht durch den Berg. Ich mache eine topografische Analyse. Ich habe irgendwie im Gefühl, wenn wir da fertig sind, kommt das Wetter wieder näher. Kann ich jetzt eigentlich schon mal die Ressourcen hier sperren? So, hier oben wird mal wieder was hingeliefert. Da geht natürlich auch viel von meinen Lebensmitteln drauf. Baut denn hier mal jemand Straßen? Ist denn überhaupt jemand in dem Sektor? Sektor 4. Das sind 40 Arbeiter. Ja, dann mal los. Macht was. Werkstatt aktiv. Halde. Ich kann aber auch nichts anderes bauen gerade. Banden wir mal ab. So, Eisen. Ich glaube, Eisen und Kunststoff ist jetzt am wichtigsten. Weitere Sonden schicke ich erstmal nicht. Also. So, Eisen. Erstmal Eisen. Obwohl, nee, machen wir anders. So, Kunststoff. So, hier geht's gleich weiter. Mal gucken, wo es das Wetter gleich hinzieht. Aber solange ich das Ergebnis nicht abschließe, dürfte ja nichts passieren. Assigned ship team has completed a task. Übertragung von der Ripley. Hier spricht die Besatzung der Ripley. Wir haben herausgefunden, dass das Signal von einem verlassenen unterirdischen Komplex stammt. Durch unser Eindringen haben wir bedauerlicherweise zugelassen, dass die korrosive Atmosphäre von P38 hineinströmt.
Nach dem derzeitigen Stand schätzen wir, dass er innerhalb der letzten 20 Jahre errichtet wurde. Die Ikonografie auf der Außenseite ist unbekannt. Die Technologie im Inneren scheint menschengemacht und es gibt Hinweise auf einstige Bewohner. Wir haben noch etwas Zeit, ehe die korrosive Atmosphäre von P38 sich durch das Fahrwerk der Ripley frisst. Wir werden nicht die gesamte Anlage erkunden können, jedoch einige interessante Orte identifiziert. Kommandozentrale, Einsatzbereich, Kommandozentrale. Danke, die Kommandozentrale. Okay, wo sind die? Hier sind die. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Ich weiß nicht, wie weit das Wetter hier hochzieht. Gut, das werden wir gleich sowieso erst merken, wenn es soweit ist. So, auf was habe ich hier drin nicht geachtet? Warum geht hier nicht weiter? Warum geht es hier nicht weiter? Die zwei Gebäude sind gebaut worden. Ach, ich weiß, warum es nicht weitergeht. Nee, weiß ich nicht. Nicht mit aktiver Halde verbunden. Wo ist das Problem? Das Problem ist, dass die Straßen nicht gebaut werden. Ich weiß gerade nicht, wo das Problem liegt. Ich weiß nur, dass es hier immer mehr Obdachlose gibt und ich möchte die Leute gerne in Sektor 4 transferieren, wo sich aktuell nichts tut. Ich bin gerade minimal überfragt, was den vierten Sektor angeht. Wie sieht es draußen aus? Die Musik ist auch schon so bedrohlich gerade. Kapseln gefunden? Nee, ne? Ich werde die Bereiche hier vorsichtshalber schon mal sperren. Genau wie die hier. Mal die Daumen, dass das Wetter gleich nicht zu sehr rüberzieht, wenn wir hier fertig sind. A science ship team has completed a task. Das Team der Ripley konnte ein intaktes Datenlaufwerk bergen und extrahieren, das noch immer in der EDV-Infrastruktur installiert war. Die Festplatte war hochgradig verschlüsselt und ein signifikanter Anteil der Daten war beschädigt. Die zugänglichen Daten waren jedoch sehr hilfreich. Die von den ehemaligen Bewohnern zurückgelassenen Protokolle sind präzise und technisch. Sie lassen vermuten, dass die Verfasser außergewöhnlich intelligent und äußerst selbstkritisch waren. Seltsamerweise werden die organisierten, methodischen Berichte gelegentlich von Mystik und spirituellen Bemerkungen unterbrochen. Diese scheinen die Ergebnisse ihrer kartesischen Ableitungen zu rechtfertigen. So, so. Na komm, wir untersuchen die schmutzigen Becken auch noch. Das verschafft uns noch ein klein bisschen Zeit hier.
bevor der Wetterumschwung kommt. Also bei den letzten Erweiterungen hat das hier immer automatisch geklappt. Also bei den letzten Erweiterungen der Sektoren. So. Ich schalte die Kryonikzentren. Jetzt habe ich das ja erfüllt. Erstmal wieder aus. Und später wieder ein. Einfach aus dem Grund. Warte mal, was war das? Nein, die Halde bleibt aktiv. Einfach aus dem Grund, damit ich nicht noch mehr Leute ernähren muss. Ich weiß, ich muss noch, keine Ahnung, noch 1800 Leute noch auftauen. Aber nicht jetzt. Genug Metall dafür. Kein Strom. Ich kann den Sektor ja auch nicht wieder verschließen. So, Batterien. Habe ich denn insgesamt zu wenig Strom? So, Außenkonstruktion. Ach, hier. Ach, habe ich kein Solarmodul an den vierten Bereich hier gebaut oder was? Fünf Chips und 250 Kunststoff. Ich habe keine 250 Kunststoff. Okay, da geht's schon los. Na gut, schon. Ich habe schon die ganze Zeit drauf gewartet. Also. Okay, aber es läuft schon passend auf Kunststoff hinaus hier. Also dass Kohlenstoff gesammelt wird, woraus wir dann den Kunststoff herstellen können. Ja, und der wird von hier geholt. Das Schöne ist ja, wenn das Forschungsteam hier fertig ist, ich muss es ja nicht sofort anklicken, wenn ich nicht möchte. Wir können uns ja da durchaus ein bisschen Zeit lassen. Beziehungsweise, keine Nahrungsmittel mehr. Es war auf jeden Fall gut, nicht noch mehr Leute aufzutauen, denke ich. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, gute Ratschläge werden immer gerne entgegengenommen. So, was können wir noch erforschen? Kann ich die Pilzwand noch verbessern? Kurzschlusstoiletten. Immer her damit. So, was kann der Speisesaal noch? Sternenküche. Eine Einheit Nahrung kann pro Mahlzeit 50% mehr Bürger ernähren. Her damit. Das brauchen wir alles. Diese Optimierung, ohne dass ich groß was bauen muss, sind sehr wichtig. Okay, scheinbar ist hier unten alles abgebaut. Also, ihr wisst schon. Gemeint und muss jetzt noch abgeholt werden. So, liegen irgendwo Ressourcen rum, die nicht abgeholt werden. Hier liegt Kunststoff rum, der nicht abgeholt wird, weil... der
kein Kunststofflager haben, richtig? Dann ändern wir das jetzt mal so. So, wie sieht es hier aus? Kunststoff. Hier. Warte mal, hier ist schon Polymer. Okay, wir haben aber ein Lager. Entsprechende Fabriken sind auch da. Wie ist das hier? Kunststoff. Hier bitte nicht. Ja, zweimal Abfall brauchen wir nicht. Also. Kunststoff. So, irgendwie kommt hier hinten nichts an. Wahrscheinlich habe ich nur irgendwas vergessen, was man im Spiel noch machen muss. Gebäude ist inaktiv. Die Anzahl der Arbeitskräfte unterhalb des erforderlichen Minimums von 38 liegt. Na gut, das kann man ja ändern. Transferieren wir mal 40. Von 3 nach 4. Arbeitskräfte. Das ist ja das kleinste Problem. So, hier hinten wird noch Material abgeholt. Kann ich denn hier noch was tun? Nee, ich kann das Datenabwehrprotokoll nur beenden. Was ist, wenn ich das zumache? Was sie vor uns verbergen. Neue Errungenschaft für Steam ausgezeichnet. So, jetzt wird hier noch das Material abgeholt. Wie viel haben wir da noch? 123. 115. Wie sieht es hier oben mit der Kolonisierung aus? Ach ja, es ist bald alles da, was für die Kolonie benötigt wird. Es fehlen tatsächlich nur noch die restlichen Kolonisten. Und jetzt endet auch der Abfluss der Lebensmittel. Also das hat ja jetzt noch ein bisschen mit gegen mich gespielt. Was jetzt mit diesem vierten Sektor ist, keine Ahnung. Ich klatsche auf jeden Fall gleich noch ein Solarmodul auf die Station. Mehr Energie kann ich schon. So, Bevölkerung wurde transferiert. Hilft das denn jetzt irgendwas? Ach ja, es war rot einfach nur, weil nicht genug Leute da waren. Okay. Aber machen die denn jetzt auch was? Indem ein Baumeck zu den Baustellen geschickt wird, ja. Durch Hungersnot. Das ist schlecht. Okay, wahrscheinlich brauchen wir noch einen Speisesaal, bevor irgendwas passiert, ne? Oder? Das ist ja erstmal alles nur provisorisch. So, nur solange hier keine Straßen gebaut werden, kann das natürlich auch nichts werden. So, ich möchte hier das eigentlich nicht. Ich möchte das nicht abschließen. Aber wahrscheinlich werde ich ja müssen. Also, früher oder später. Die Frage ist, ob es sich lohnt, hier noch zu warten. Hier ist noch gar nicht abgebaut worden. Ressourcen zum Abbau.
Ressourcen zum Sammeln. Ich hätte gerne, dass genug Material zusammenkommt für die... für das zusätzliche Solarmodul. Das möchte ich jetzt auf jeden Fall bauen. Komm, wir machen das jetzt fertig hier. Vermeiden. 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 Ah, ich kann noch einen Einsatzbereich untersuchen. Okay. Dann will ich nichts gesagt haben. Dann könnt ihr hier nochmal hinfliegen. Und noch ein bisschen was abholen. Aber scheinbar machen sie das schon gar nicht mehr. Weil hier abgebaut wird und das näher dran ist. Na gut, dann bleibt ihr gesperrt. Eisen. Ja, dann baut lieber erstmal ein bisschen... Das reicht jetzt erstmal. Eisen. Abbauen. Eisen abbauen. So, wohin fliegen die jetzt zum Abbauen? Hoffentlich erstmal hier hin. Gleich wird ordentlich Wetter. Befürchte ich. A science ship team has completed a task. Signal lost. Oh Mann. Verdammter Mist. Ich hatte nicht dran gedacht, dass wir auch ein bisschen, dass wir nur begrenzt Zeit haben. Ich dachte, ja, was ich dachte. Während das Team der Ripley die Dolos-Forschungsprotokolle anwandte, wurde ihr Anzüge durch die korrosive Atmosphäre von P38 beschädigt. Das Team kam bei dem Versuch, die Ripley zu erreichen, ums Leben. Das Schiff ist nicht länger funktionstüchtig und kann nicht zurückgeholt werden. Aus den letzten Mitteilungen geht hervor, dass die korrosive Atmosphäre den unterirdischen Komplex für weitere Analysen unbrauchbar gemacht hat. 5% Vertrauensabzug und 5 Besatzungsmitglieder sind gestorben. Wir denken an Kori Minamatu, Isama Alblert, Johann Oppenheimer, Kaspar Hauptmann und Louis Keller. Mit einer Schweigeminute. Hiermit erkläre ich die Mannschaft für verloren. Mistverdammter. Zermürbte Hoffnung. Ich dachte, ich täte was Gutes, wenn ich das noch mache, um ein bisschen Zeit zu gewinnen. Aber jetzt ein Schiff zu verlieren und Besatzung zu verlieren, das ist echt übel. Ja, genau. Oh je, Sunshine. Okay, es ist nun, wie es ist. Aber das Wetter ist nicht näher gekommen. Oder? Doch, ja. Wir werden immer mehr eingeschlossen. So, hier oben wird aktuell die Kolonie errichtet. Ich denke, ich werde auch wieder ein zweites Forschungsschiff bauen, aber ja.
Ach, immer deprimierend solche Momente. Forschungsschiff Ratte. Habe ich denn irgendwo, kann ich das jetzt einfach so bauen? Ich habe ewig kein Schiff mehr gebaut. Also hier geht es irgendwie gar nicht vorwärts. Was mache ich falsch? So, Ratte. So, Undock-Plattform. Hier. Wir bauen ein neues Forschungsschiff, oder? Halten die Besatzung in Ehren, die hier ihr Leben gelassen hat, im Einsatz für die Menschheit. Die Francis. Das ist doch ein positiver Name. Ich spiele hier auch viel nach Gefühlsanschein. Und oft drückt mich das. Das Wetter macht mir Sorge. So, mal gucken, was passiert, wenn die Kolonie da oben fertig ist. Jetzt kann ich auch leider, weil ich kein Forschungsschiff mehr habe, hier die Punkte nicht einsammeln. Beim Industriewrack und bei der zusammengebrochenen Produktionslinie hier im Zyklus 906, meine sehr verehrten Damen und Herren. So, das möchte ich jetzt aber noch wissen. Hier beim Abbauen. Okay. A science ship team has completed a task. Warte mal, ich muss hier gerade noch mal die Bereiche hier sperren. Nicht, dass da gleich meine Schiffe hinfliegen. Okay. Mal gucken, was mit der Kolonie geworden ist hier. Zusammenfassung des Kolonisierungstests auf Kut P42. Die temporäre Testkolonie wurde errichtet. Die Kolonisten werden in regelmäßigen Abständen Berichte über ihre Fortschritte übermitteln, welche uns wertvolle Felddaten liefern. Protokoll beenden. Verlasse den Planeten. So, der Kolonisierungstest wurde durchgeführt und diesmal macht das Weltraumwetter keine Probleme. So, dann können wir hier ja die Forschungspunkte noch einsammeln. Oder warte mal. Wetter? Ah, es kommt näher. Hier unten zumindest. Wird er mal auf der... Ah, aber dafür wird auf der anderen Seite Platz. Wir können da im Notfall durchfliegen. Wir werden da durchfliegen müssen. Das ist ein Wissenschaftspunkt, den ich nicht mitgenommen habe. So, wie sieht es mit Forschung aus? Ich habe gar nicht mehr weiter geforscht, ich Hirsch. Ich würde gerne mal die Tykon und die Schiffe ein bisschen, die ganzen Schiffe mal ein bisschen robuster machen hier. So, gucken wir mal hier. Frachtschiff. So, bewegen sich schneller ist doch gut. Komm. Oder hier, was haben wir hier? Adaptive 10% schneller. Und hier? Automatische Schiffsrückführung.
Wenn die Besatzung verloren ist, wird das Schiff automatisch zu Tycoon zurückgeflogen. Okay. Ich würde vielleicht tatsächlich mal... So, warte mal. EKP-Antrieb. Reisen durch Planetensysteme. Was ist, wenn wir das verbessern? Geschwindigkeit um 30% erhöht. Das nehmen wir. Es gibt doch bestimmt noch irgendwas... was der Station sonst noch so hilft. Hier der Rumpf. 20% reduzierte Abnutzung, wenn ich mich im System bewege. Okay. Die beiden Dinge werden erforscht. So, hier stimmt doch was nicht. Also. Warum kommt hier niemand um Bordstraßen? Ich habe eine Idee, warum keiner Straßen baut. So, Ressourcenmanagement. Wir brauchen... Also erstmal will ich hier ein paar Lebensmittel haben. So, wie viel gehen hier rein? Gut, keine Ahnung. Also, Ressourcenmanagement. Keine aktive Halde zugewiesen. Mhm. Doch. Ist. Jetzt. Aber da kann nichts ankommen, weil der Weg hier nicht fertig ist. Nicht fertig. An accident has occurred in the Tycoon. Ja, und immer wieder Unfälle, Unfälle, Unfälle. So, wo ist meine Polymerfabrik eigentlich? Lagert bis zu 100 Einheiten. So, das ist die Polymer-Raffinerie. Es dauert ganz schön lange, bis ich hier genug Material für das Solarmodul zusammenbekomme. Ich denke, wir forschen einfach noch ein bisschen vor uns hin. Ich kann das aber auch nicht zu lange rauszögern, weil ich kann hier nirgendwo mehr Metall sammeln. Und wie ihr wisst, der Rumpf muss weiter bestehen. Ne? Und wenn hier... Ich frage mich gerade, warum ist denn eigentlich der Rumpf so beschädigt? In dem Rumpfzustand würde ich jetzt doch kein Solarpanel bauen, weil während man ein Solarpanel baut, wird der Rumpf nicht weiter repariert. Oh, die Francis ist einsatzbereit. Da können wir gleichzeitig an beiden Punkten forschen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir dann schneller das Weltraumwetter hinter uns bringen können. Es ist nur eine Idee. Vielleicht liege ich da auch völlig falsch. So, die Stanford-Verbesserung wurde freigeschaltet. So, was können wir denn noch? Noch mehr Tycoon-Rumpf. Das ist gerade im Gange. Soll ich das mal hier gucken? Zellenquartiere. Kann ich nichts erforschen? Was könnte ein Observatorium? Ein Tempel, Exokampfkuppel. Ich brauche Bahnhöfe.
und Atomkraftwerke, nein. Drohnenbucht, Feuerwache, was könnte denn die Abfallaufbereitung? 50 Einheiten Abfall und 50 Einheiten Legierung. Nee. Ich brauche den Abfall ja für die Pilzwand. So, was können wir hier noch machen? Kosten um 10% senken. Genau, erst Kosten senken, dann Effizienz erhöhen. Komm. Ach, jetzt hat er das wieder falsch rum gemacht, ne? Erforschen. Hier hinten muss man darauf drücken zum Einreihen. Kann ich noch ein drittes einreihen? Ne, man kann leider immer nur eins rein hinter, einreihen hinter die Forschung, die gerade läuft. So. So, jetzt wird hier noch Wissenschaft gesammelt und dann wird an beiden Stellen gleichzeitig geforscht. Ach, guck mal, hier oben wird laufend neue Wissenschaft produziert durch die Kolonie. Auch interessant, hatte ich so nicht mehr im Gedächtnis. Dass das auf diese Art und Weise funktionieren kann. Mir macht der vierte Sektor. Habe ich schon erwähnt, dass der vierte Sektor mir Sorgen macht? Am liebsten würde ich einfach nochmal alles abreißen. Pass auf. Geht nicht, weil da sich ein Unfall drin ereignet hat. Okay. Ich wollte nicht cheaten, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, dass man diesen Statuseffekt damit umgehen könnte. Aber jetzt zerbeiße ich es weg. Wir versetzen das ganze Ding nochmal in den Ursprungszustand. Nochmal für Dummies. Hallo Turtle 40. Kein Inhaber einer Raumstation, aber einer Dyson-Sphäre. Ich grüße dich. Wie geht's? Alles gut? Ich mach gerade Chaos, Turtle. Jetzt ist der Sektor wieder wie ganz am Anfang. So. Ich baue jetzt hier eine Straße raus. So. Ne? So, bis hierhin. So. Wird die denn gebaut? Kommt ja jetzt keiner und baut die, ne? So, ich brauche eine Werkstatt. Ich brauche eine Halde. Ach, guck mal, jetzt geht's. Ein Speisesaal. Interessant, dass es jetzt funktioniert. Was habe ich denn vorher anders gemacht? Ich habe keine Ahnung.
So, eine Halde für Metall. Und ein Speisesaal. Das wird nachher nochmal alles umgebaut. Ah, alles klar, Turtle. Was wird denn gestreamt? Schaut doch auch mal bei dem jungen Mann vorbei. Der macht auch schöne, wenn auch manchmal chaotische und weltzerstörerische Sendungen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Turtle 40. So, jetzt können wir die abbauen hier. Sehr gut. Jetzt macht der Sektor, was er will. Also, was ich will. Ich habe trotzdem keine Ahnung, warum zum Teufel das vorher nicht funktioniert hat. Na, transportiert mal schön alles ab. So, jetzt können wir für die Bevölkerung nämlich 40 Bürger. Nein, da kommen hier überall nur noch Zellenquartiere rein. Direkt zwei Stück. Nicht schön, aber selten. Warte mal, 180, das ist zu viel. So, ein Zellenquartier pausieren wir erstmal. Und überhaupt wird hier nicht mehr allzu viel gebaut. Beziehungsweise, doch, ich habe doch hier genug Material. Und jetzt fragt man sich, warum wird die Straße hier wieder nicht gebaut? Vielleicht muss ich das so machen, Verbindung. Astro-Kolonie. Was Palworld funktioniert bei ihr nicht mehr richtig. Guck mal, hast du gesehen, dass wir ein anderes Spiel, ein Palworld-Thread haben? Der ist, glaube ich, sowieso dem einen oder anderen entgangen. Da gab es nämlich noch jemand, der immer mal wieder Probleme hatte. Vielleicht magst du dich da ja mit austauschen. Ich weiß nicht genau, was du für ein Problem hast. Ich kann da sowieso nicht bei helfen, aber vielleicht können dir andere helfen. Wäre ja schade, wenn du es nicht mehr spielen kannst, weil es immer abstürzt. Oder was hast du für einen Unfug baumäßig getrieben in dem Spiel? Zellenquartiere, die können wir dann ja auch mal irgendwann ein bisschen komfortabler machen. Obwohl ich das gar nicht schlecht finde, hier so einen Bau. Also wenn ich jetzt auf einer Raumstation leben würde. So, Sektor 2. Okay, da müssen wir noch was reparieren, alles klar. Sektor 4 ist unzufrieden, Sektor 3 geht noch so. Ja, da können wir aber auch noch hier, weiß ich nicht, 20 Zivilisten noch von 3 nach 2 schicken oder so. Quatsch, von 3 nach 4. Machen wir nochmal.
So, da haben wir ja hier genug Material rumliegen. Und wir hätten auch genug Material für das zusätzliche Solarpanel. Hast eine Insel komplett zubetoniert in einer Wand an der Küste entlang gezogen. Naja, wie groß war denn das Ding? Vielleicht liegt es ja da dran. Aber tatsächlich hatten auch andere Leute immer mal wieder Probleme. Noch mehr Unfälle. Ach, hört doch auf. Okay, im Grunde sind wir ganz gut ausgestattet, außer mit Silizium. Fliegt denn hier noch irgendwo Silizium rum? Ich glaube nicht. Wir haben gar kein Material mehr hier zum Wegfarmen. Also, wir müssen hier ganz dringend weitermachen. Wollt ihr, dass wir das noch machen im heutigen Stream? Hier das Industriewrack und Wrack und die zusammengebrochene Nahrungsmittelproduktionslinie. Also, ich fange zumindest mal an. Aber wollen wir es noch durchziehen im Stream? So, Übertragung von der Ratte. Große Mengen Stahl. Wir haben die zerstörte Industriezone erreicht. Der Anblick ist faszinierend. Neben den allgemeinen Trümmerteilen und umhertreibenden Leichen gibt es große Haufen ehemals geschmolzenen Metalls, das sich verfestigt hat, als der Bereich dem Vakuum des Alls ausgesetzt war. Das Areal wurde sprichwörtlich aufgerissen und der größte Teil der Ausstattung weggesprengt. Der strukturelle Riss reicht bis zu einem Lagerbereich voll gelber Schwebeteilchen. Okay, untersuche die Industriezone. Untersuche den Lagerbereich. Lagerbereich. Suche nach dem Ursprung der gelben Partikel. Ah, nee. Okay, du hast den bebaubaren Bereich manuell vervielfältigt. Da könnte ich mir vorstellen, womit das was zu tun haben könnte, das Problem. Aber es könnte auch ein anderes sein, wie gesagt. Wenn du magst, gibt einen Thread. Und für alle, die noch nicht auf unserem Discord sind, wir freuen uns da über jeden neuen Insassen. Einen Link gibt es zum Beispiel hier in der Beschreibung zum Stream. Halt. Ah, jetzt geht das zeitlich auseinander. Na, egal. Was haben wir hier? Wir sind gelandet. Dieser Bereich, der Itemenanki, war für die Nahrungsmittelproduktion des Schiffs zuständig. Die Produktion war in zwei Zonen geteilt, pflanzlich und tierisch. Wir sind außerdem auf einen in sich geschlossenen Bereich gestoßen, der eine Wärmesignatur erzeugt. Das Areal ist klein, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass sich dort Überlebende befinden. Untersuche die pflanzliche Zone, untersuche das Tiergehege, nähere dich vorsichtig dem abgeschlossenen Bereich. Dringe gewaltsam in den abgeschlossenen Bereich. Verlasse. Ne, wir fangen mal mit der pflanzlichen Zone an. Mal gucken. Wenn ich jetzt ein drittes Forschungsschiff hätte, könnten wir hier die Punkte zwischendurch abholen. Aber ich glaube, wir sind ganz gut dabei, hier auch was Forschung angeht. Ist schon wieder fertig. Ich habe nicht aufgepasst, dass ich Forschung hätte weitermachen müssen. Ich werde jetzt mal gucken, dass wir die Schiffe hier durchentwickeln. Die schneller sind und mehr aushalten. Ich denke mal, wenn wir schneller an Ressourcen kommen, ist das eine gute Sache. Oder? Zwischendurch mal abspeichern, oder? Jason Ducks Let's Play 3 Versuch 1.
Und weiter. So, wie schaut es hier drin aus? So, wir müssen gucken, dass wir die Obdachlosigkeit hier beenden. Dafür brauchen wir noch eine geringe Menge Metall. So, und dann könnten wir eigentlich schon weitere Leute auftauen. Neue Kolonisten produzieren. Ja, sie sind wütend. Zu Recht. Zu Recht seid ihr wütend. So, das Kolonistenzentrum. Das braucht Chips. Chips kann ich keine nachproduzieren, weil ich kein Silizium habe. Aber es liegt hier welches rum. Ich habe nur kein passendes Lager dafür. Was ist denn hier pausiert? Batterienbau. Achso. Silizium. Hier ist nichts drin. Hier liegt auch Silizium. So, Chipspeicher. Hier wird Müll gelagert. Hier könnten wir mal... So, bitte einmal Silizium lagern, damit wir das weiter transportieren können. Zur Polymerfabrik. Wo ist die Polymerfabrik? Hier. Nee, das ist falsch. Wo ist die Elektronikfabrik? Hier ist die Abfallaufbereitung. Techniklabor. Wo zum Teufel? Na gut, wir werden sehen. Behaltet mal mit dem Auge, ob das sich hier vermehrt. Dann ist es ja richtig. Mach das, liebe Sunshine. Dann bleibe ich noch mindestens so lange online, bis du wieder da bist. Und guten Appetit. So, es konnten keine Ressourcen in einen anderen Sektor transportiert werden. Warum nicht? Na gut, ist erstmal wurscht. So, warum seid ihr wütend? Leichen, zurücklassen der Heimat. Oh, die Rumpfintegrität sieht momentan ganz gut aus. So, mit dem Silizium scheint irgendwas zu passieren. So, mal gucken, was hier los ist. So, alle meine Schiffe sind wieder da, weil ich alle Ressourcen abgegrast habe. Okay, ich bereite mich darauf vor, dass ich mit der Tycoon da weg muss. So, gibt's einiges abzuholen. Metall, Chips, Überlebende. Im Lagerbereich scheint es zu einer großen, heftigen Auseinandersetzung gekommen zu sein. Die ansässigen Arbeitskräfte haben offenbar versucht, mit kleinen Feuerwaffen und improvisierten Waffen einen Eindringling abzuwehren. Außer Schneidlaserspuren an den Leichen und Behältern gibt es keine Hinweise auf die Identität des Angreifers. Der Großteil des Lagers wurde scheinbar geleert. Durch das Team der Ratte konnte noch eine Reihe intakter Kryokapseln und Ressourcenbehälter ausfindig gemacht werden. Alles wurde für den Abtransport vorbereitet. Ausgezeichnet. Okay, dann untersuchen wir jetzt auch noch die Industriezone. Den Ursprung der gelben Partikel will ich eigentlich nicht untersuchen. Verliere ich wieder Besatzung oder so? So, was ist hier los? Oh.
Das Team der Francis hat sich durch mehrere Schichten Schutt gebohrt und schließlich den pflanzlichen Produktionsbereich erreicht. Er ist voll herumtreibender Leichen von Soldaten und Arbeitskräften. Einige Arbeiter konnten wohl vor dem Druckabfall die Kryokapseln erreichen. Die Besatzung der Etemenanki baute Hydroponik, Obst und Gemüse in großen vertikalen Gängen an. Es scheint eine gewisse hierarchische Rationierung existiert zu haben, wobei die seltensten Lebensmittel höherrangigen Besatzungsmitgliedern vorbehalten waren. Alle Nahrungsproduktionsanlagen sind unbrauchbar und viele Lagerbehälter wurden geöffnet und geleert. Die wenigen verbliebenen intakten Einheiten haben wir für den Abtransport vorbereitet. Neue Technologie, Verbesserung, personalisierte Anweisung freigeschaltet für die Getreidefarm. Da müssen wir gleich mal gucken, was das macht. So, Tiergehege. Weiß ich nicht, brauchen wir das? Dem abgeschlossenen Bereich nähern will ich nicht. Ich will da nicht gewaltsam rein und ich will mich dem auch nicht nähern. Aber wir untersuchen das Tiergehege noch. Hier, Getreidefarm weiter erforschen. So, was kann es? 40% erhöhte Nahrungsproduktionsgeschwindigkeit. Her damit. Will ich haben. So, Silizium wird eingelagert und ausgelagert, aber wird irgendwas produziert? Es wird auf jeden Fall hin und her geschichtet. So viel steht fest. Kann ich denn jetzt, wo sind denn meine Transportschiffe? Wird hier irgendwas abgeholt? Nee, ich kann die Transportschiffe. Warte mal, die dürfen auch Überlebende holen. Natürlich. So, macht mal los. Macht mal los. Habe ich denn dann immer noch mit Weltraumwetter zu tun? Wenn ich das hier einmal hier durchgeschafft habe, kommen die Wolken dann zurück oder? Ich hoffe, das Wetter zieht hier einfach durch und dann habe ich meine Ruhe. Irgendwann. Bis dahin können wir ja noch ein bisschen Klimbim erforschen hier. So, hier weiter. Schiffe verbessern. Finde ich ganz wunderbar mit der verbesserten Getreidefarm. Alles klar, ich wünsche dir viel Spaß und viel Erfolg, Turtle. Und liebe Leute, wenn ihr mal den Wahnsinnsbauer sehen wollt, schaut mal bei dem jungen Mann vorbei. Du kannst gerne auch noch hier nochmal selber deinen kompletten Link zu Twitch hier nochmal posten, wenn du magst, damit die Leute dich auch finden. Also, viel Spaß, viel Erfolg und bis dann. A science ship team has completed a task. Und da ist der Link. Wunderbar.
incident has occurred in the Tycoon. A science ship team has completed a task. Gebäudelager voll, okay. Und es werden Chips produziert. Boah, FE voll. Ich mache jetzt das Solarmodul. Wir riskieren's. Warte mal, so da, Solarmodulsatz 1, 2, Antrieb und externe Systeme. Auf geht's. Gut, es wird noch so lange am Rumpf weiter repariert, bis hier alle Ressourcen eingelagert sind, um mit dem Bau des zusätzlichen Solarpanels zu beginnen. Wenn die Ressourcen da sind, wird die Rumpfreparatur eingestellt, wird das Solarmodul gebaut und danach geht's wieder weiter mit der Reparatur. Also ich muss noch so viel vorbereiten hier, das ist unfassbar. Okay. Ereignisse verfügbar. Ich zögere das gerade noch so ein bisschen raus, weil es ja hier noch Ressourcen zum Sammeln gibt. Hier noch 128 Überlebende. Hier 206 Überlebende. Aber da war doch noch anderes Zeug. Das ist da scheinbar schon eingesammelt worden. Nahrungsmittel und Metall. Na, ich brauche die ganzen Überlebenden ja. Aber warum ich so viele Leute mobilisieren muss, bevor wir weiterspringen. Das Gefühl, da könnte vielleicht noch ein größerer Konflikt ausbrechen. So, die Chips. Ja gut, dann machen wir mal ein Lager. Das können wir dann ja wieder wegmachen. Nam, 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 nam. So, machen wir hier nochmal eine Halde hin. Und die Halde ist für Chips. Nur damit wir die abtransportieren können. Für nicht mehr und nicht weniger. Warum sind die wütend? Hungernde Bevölkerung. Peter, moin moin. Grüß dich, schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Werden wir hier wohl auch Nahrungsmittel produzieren, denke ich. Mal gucken, wie ich das am schlauesten mache. Pilzwände baue ich keine mehr. So, Getreidefarm. Insektenfarm. Speisesaal. Ich denke, ich werde mit der Getreidefarm und Feldern arbeiten. So, die bauen wir hier unten ran. Jawohl, so machen wir das. Das freut mich zu lesen, Peter. So, ich glaube, ich mache jetzt doch mal weiter hier mit den Missionen und Missionchen.
Der Industriedistrikt selbst ist verwüstet. Die Maschinen und die nun tote Besatzung muss beim Druckabfall von umherfliegenden geschmolzenem Metall getroffen worden sein. Als das Metall erstarrte, entstanden gräuliche Monumente. Manchmal blieb von einem Körper nur eine rissige Metallhülle zurück, die nun durch das Vakuum des Alls treibt. Alle Kryokorps in diesem Areal sind vollständig von Stahl bedeckt und beschädigt. Unser Team konnte jedoch Informationen über die Produktionsmethoden der Etemenaki sammeln. Okay. Nach dem Ursprung der gelben Partikel suchen möchte ich eigentlich nicht. Muss ich das? Ich denke schon. So. Was ist hier los? Der Produktionsbereich wurde über mehrere hundert Meter quasi ausgeweitet. In der Masse an treibenden Überresten und Kadavern kann das Team nicht einmal unterscheiden, welche Teile tierisch sind und welche nicht. Das Team fand jedoch einige funktionsfähige Kryokapseln und hat sie für den Abtransport vorbereitet. Die Tierproduktion bestand hauptsächlich aus Hühnervögeln, obwohl es auch Anzeichen von seltenerem Fleisch gibt. Das Team der Francis möchte speziell anmerken, dass sich in einer Kryokapsel ein Hund befindet, dessen Besitzer das Leben des Tieres offenbar für wichtiger als sein eigenes hielt. Der Leichnam hängt an der Kapsel. Uiuiui. An Perry Rhodan erinnert dich das, Peter? Ich habe die Geschichten nicht alle so präsent, aber wenn es sich daran erinnert, ist ja schön. Gefällt dir das Spiel denn? Naomi-Protokoll, ach Gottchen. Suche ein neues Zuhause für den Hund. Umgehung der Sicherheitsmaßnahmen. Die Besatzung der Francis wird den Hund an Bord der Tycoon bringen. Kann Vor- und Nachteile haben. Was meint ihr, liebe Zuschauer? Wollen wir einen Hund an Bord schmuggeln? So, dann gibt es noch den abgeschlossenen Bereich, wo man sich vorsichtig nähern kann. Ich würde die Ruinen tatsächlich... Also entweder jetzt den Hund noch da rausholen oder halt die Ruinen verlassen. Ich lasse ihn nochmal 90 Sekunden mit dem Gedanken alleine. Sagt mal, ob wir den Hund haben wollen. Als PC-Spiel Perry Rhodan, das habe ich ja noch nie gehört. Das ist interessant, Peter. Gibt's das denn noch? Danke für die Info, Peter. Und der Chat sagt so insgesamt, Hundi, machen wir. So, Forschung. Alles besser und schneller machen hier bei den Schiffen. Portos kann ich ihn nennen. Na, erstmal muss er heile ankommen. Aber dann können wir ihn gerne Portos nennen, Peter. Aber ein Portos, der Käse verträgt, nicht wahr? Ja, wird es zusehends bedrohlicher hier mit dem... Mein Bereich wird immer kleiner hier. Ich komme mir fast vor wie im Battle Royale hier. Naja, nicht ganz.
Ui, mir gehen auch langsam die Forschungspunkte aus. Ich muss bei der Forschung gleich nochmal ein bisschen genauer gucken, glaube ich, als einfach nur blind die Schiffe aufzurüsten. Was macht denn eigentlich mein Solarpanel? Wird gebaut. Und immer wieder sterben Leute durch Unfälle. Ich muss mal hier mal wieder ein paar Leute auftauen hier. Und dann, das mache ich aber nach dem Stream, werden hier Bahnhöfe gebaut. Schon ewig will ich Bahnhöfe haben. Jetzt habe ich sie wenigstens mal erforscht. So, hier wird die Getreidefarm gebaut. Dann können wir hier mal erstmal hier die Straßen hier mal wieder abreißen. So. So, gucken wir mal. Science Ship. Da warte ich aber, bis das andere auch fertig ist. Zumal hier in der Zwischenzeit ja noch Forschungspunkte gesammelt werden können. Und 5 und 35 haben wir eh nicht genug Punkte. Brauche ich mir gar keine neue Forschung überlegen erstmal. Ich bin gespannt, ob uns hier gleich das Weltraumwetter überrennt und ob wir das irgendwie gewuppt bekommen. Also die Stelle möchte ich heute gerne noch erreichen. Forschung ist durch, könnte ich ja trotzdem schon mal die nächste aussuchen. Was kann denn das Kryonikzentrum besser, wenn ich da forsche? Gar nichts kann ich da forschen. Aktuell, was könnten wir bei der Halde machen? Integrierte Lagerplätze, 10% mehr Ressourcen lagern. Ja, habe ich immer gesagt, nee, weil 10%, naja, am Ende... Werkstätten reparieren automatisch Gebäude. Brandstifter. Ich weiß nicht. Batterien verbessern wäre, glaube ich, auch mal wichtig. Speicherkapazität erhöhen, Ladegeschwindigkeit erhöhen. Gut, mehr Speicherplatz. Ich muss ja sowieso jetzt noch ohne Ende aufrüsten, um meine Ziele zu erreichen. Also die Batterien. Und wenn ich dann insgesamt weniger Batterien brauche und damit auch weniger Platz verbrauche, ist das ja nicht verkehrt. Hier werden noch fleißig Kapseln abgeholt. Die liegen bestimmt gleich alle in den Luftschleusen rum, weil ich keine Lagerplätze dafür habe. So, mal gucken. Ich speichere dann gleich nochmal ab. Für den Fall der Fälle. Aber das würde schon an ein Wunder grenzen, wenn wir hier Kapitel 3 im ersten Anlauf gleich schaffen würden. A science ship team has completed a task. Okay. Die Spur der gelben Partikel im Vakuum führte zu einer anderen Sektion des Etemenanki-Wracks, das weitgehend von der Zerstörung verschont geblieben ist. Die Partikel stammen von den zertrümmerten und beschädigten Blüten des gelben Kürbisses.
Ein Beet dieser gefrorenen Pflanzen umgibt eine große Bronzeskulptur, welche die Erde mit einer Lorbeerkrone darstellt. Um sie herum finden sich zahlreiche Inschriften, die die vermeintlichen Feinde der Menschheit, Dolos und die Ashtangiten, verfluchten. Auf einer Tafel am Sockel steht: Gegen den Zynismus, der die Hoffnung tötet, gegen den Wahnsinn, der die Hölle heraufbeschwört, um das Genie der Menschheit und die Erinnerung an das Leben auf der Erde zu erhalten. Ich habe so fast den Eindruck, wenn ich so manche Texte lese, also wir sind der Teufel, also unsere Organisation. Ja, weil wir die Erde vernichtet haben mit unserem Antrieb, nicht wahr? Könnte natürlich sein. Woher wussten die das und können jetzt in der gleichen Zeit schon Kriege geführt haben und ja, hier als verrottende Wracks in der Gegend rumliegen? Das muss doch irgendwas mit. Das kann doch nur irgendwas mit Zeitreise zu tun haben. Das würde doch sonst gar nicht funktionieren, was wir hier insgesamt erleben. Wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede, habt ihr garantiert die ersten beiden Kapitel von Ixion verpasst. Solltet ihr auf jeden Fall nachholen. Tolle Geschichte. In einem Fach unter der Tafel befand sich eine versiegelte Zeitkapsel. Sie kann möglicherweise geöffnet werden. Alles klar, Peter, ich guck's mir mal an. Öffne die Zeitkapsel. Lasse die Ruinen und die Zeitkapsel zurück. Die Vergangenheit gehört in die Vergangenheit. Nur die Gegenwart und die Zukunft sind von Bedeutung. Naja, also Zeitkapseln gibt's ja dafür, dass die irgendwann in der Zukunft mal geöffnet werden. Also aufmachen. So, wie schaut's hier aus? Habt ihr einen Hund gehört? Administrator, diese Entscheidung hatte ich nicht erwartet. Ich muss Sie daran erinnern, dass die internen Dolus-Regularien Tiere an Bord der Tikun verbieten. Ich vermute jedoch, dass die Anwesenheit des Tieres der Moral der Besatzung zuträglich sein könnte. Juhu! Wir sind auf den Hund gekommen. Ach. Eine Errungenschaft. Der beste Freund des Menschen. So, dem abgeschlossenen Bereich vorsichtig nähern. Komm, wir riskieren's. Aber vorsichtig. Taugt das Spiel denn was, Peter? Lohnt sich das denn, wenn ich mir das angucke? Okay, das Solarmodul wurde gebaut. Ja, das reicht hoffentlich erstmal. Alles klar, danke, Peter. Warum kommen denn hier keine Nahrungsmittel an? Warte mal. Ressourcenmanagement, Nahrungsmittel. Nö, sind eigentlich auf gleichmäßige Verteilung. Gut, dauert wahrscheinlich, bis hier hinten dann auch was ankommt. So, die Getreidefarm kann. Keine aktive Halde für Nahrung, nicht verbunden. Okay, verstehe, kein Problem. So, 9 Felder können wir bauen. Jedes Getreidefeld. Brauche ich natürlich Wasser dafür. Ja, kriegen wir doch hin. So, jetzt müssen wir da noch den Weg raufbauen und wir müssen irgendwie Wasser hier hinbekommen. So, dann bauen wir doch hier am besten noch eine Halde hin. Na, passt hier leider nicht hin. Hm.
machen wir das denn am schlauesten? Ich baue die hier hin. So, für... Woher kommt denn das Wasser? Ich kann ja gar kein Wasser lagern. Es wird Wasser produziert, aber wird das denn dann automatisch verteilt? Hier. Hier gibt's Wasser. Okay, ist nicht mit einer Halde verbunden, der Eis zugewiesen ist. Deswegen kommt hier kein Eis an, oder was? Himmel. Dann machen wir doch... So, hier irgendwie Eis draus. Ach so, Peter. Ich hatte das mal gespielt, also das Periroden-Spiel. Kann man Raumschiffe bauen, Fraktionen aussuchen, viele Kolonien einrichten. Ära, Springer, Akoniden, Topsider. Topsider sind die Gorn des Periversums. Ach so. Akonen habe ich vergessen. Danke dir. Also nicht, dass du sie vergessen hast, sondern für die ganzen Infos. Genügt mir dann auch erstmal an Infos. So, damit wir jetzt gleich das ganze Material hier noch abbauen können. Die Halde ist ja völlig unnütz, die ich hier gebaut habe jetzt. Naja, egal. So, es fehlt Wasser. Wie kriegen wir denn da Wasser hin? Wird das jetzt geliefert aus dem Nachbarsektor? Nicht genügend Wasser für das Gebäude verfügbar. Muss ich jetzt hier selber mit Eis und Wasser arbeiten? A new request awaits your attention. A science ship team has completed a task. So, Einsätze beendet. Okay, ich werde warten, bis das zweite hier auch fertig ist. Was ist hier los? Ein Ereignis. Wo? Eis, aber dann müsste ich so einen Wasseraufbereiter hier hinbauen. Oder? Insektenfarm, Speisesaal, Fabriken. Stahlwerk. Fusionsstation. Eis und Wasser. Und lagert es. Dann brauche ich eine eigene Fusionsstation hier. Das geht nicht anders. Na gut, dann ist das so. So, aber wir haben nirgendwo Eis rumliegen, ne? Aber ich kann zumindest schon mal sagen, so, 4. So, drei, Bereich 3 und 4 teilen das 1:1 friedlich auf. Nein, hier. Machen wir mal hier. So. Okay. So, wird spannend. A science ship team has completed a task. So, speichern das nochmal.
In der Kapsel befanden sich Spielzeuge und andere Alltagsgegenstände. Mehrere Objekte waren von unbekannter Herkunft und Bestimmung für die Ratte-Besatzung. Zeitungsausschnitte beschreiben die Zeit, unmittelbar nachdem die Tikkun zum ersten Mal in den selbstähnlichen Raum eintrat. Aha. Es kam zum vollständigen Zusammenbruch des Ökosystems der Erde, beschleunigt durch die Zerstörung des Mondes. Als Reaktion errichteten die Vereinten Nationen eine totalitäre Regierung zur planetarischen Überwachung, um die Bevölkerung vor Ökoterroristen und Pandemiewellen zu schützen. Sie räumten jeglichem unternehmerischen Handeln zur Erhaltung der Umwelt Vorrang ein. Individuelle Verantwortung stand offenbar an erster Stelle. Es wurden zahlreiche rechtliche Maßnahmen ergriffen, um jegliche weitere Beschleunigung der Zerstörung des Ökosystems zu verhindern. In dieser Krise scheint sich die Gesellschaft unter Führung der Regierung nacheinander an Politiker, Extremisten, Immigranten und sogar Verschwörungstheoretiker gewandt zu haben. Als mögliche Sündenböcke machten sie für 250 Jahre Industrialisierung, Marktverwerfung, oberflächlicher Gesellschaftspraktiken, moralischer Verfall und Hyperkonsum verantwortlich. Die Etemenaki sollte die große Arche werden, das globale Projekt, das die Menschheit retten würde. Nur jene, die in den Augen der Regierung als wohlerzogen galten, durften an Bord gehen. Die Ashtangiten, Fanatiker des Mystizismus und Befürworter der Genmanipulation, wurden mit den Abweichlern und Dissidenten auf der Erde zurückgelassen. Okay, den Text muss man jetzt erstmal sacken lassen. Ja, heftig. Also hat es dann wegen dem Unfall so eine Art Ökodiktatur unter Führung der UN als Weltregierung gegeben, die ausgesucht hat, wer überleben darf? Was? Und wir haben es wahrscheinlich ausgelöst mit unserem Test des Sprungantriebs. Okay, gut. Also, wir haben noch eine Technologie freigeschaltet. Und zwar selbstreinigende Schmiermittel für die Abfallaufbereitung. Okay. Verlasse die Ruinen. Also, hier sind wir fertig. So, jetzt gucken wir nochmal hier drüben. Und dann gucken wir mal, was das Weltraumwetter macht. Obwohl, ich gucke es jetzt mal einzeln. Es geht bis hier rüber. Ich habe ja Hoffnung, dass es über uns hinwegzieht, wenn wir hier gleichzeitig an den letzten beiden Spots die Missionen beenden. Na toll. Beim Betreten des Areals sah sich die Besatzung der Francis einem UNO-Soldaten gegenüber, der extreme Anzeichen von Demenz aufwies. Der Soldat schrie die Worte "Stirb, Dolos Abschaum!" und eröffnete das Feuer. Die Konfrontation endete mit einem Druckabfall aufgrund von Projektilbeschuss sowie dem Tod des Soldaten und zweier Besatzungsmitglieder der Francis. Friede sei mit euch. Das Vorgängerschiff war schon verflucht und das jetzt auch. Bei der anschließenden Untersuchung kam das Team zu dem Schluss, dass es sich hier um einen Ort der Indoktrination für die Arbeitskräfte der umliegenden Produktionsbereiche handelte. Ein Indoktrinationsort für Arbeitskräfte der umliegenden Produktionsbereiche? Zu was wurden die denn indoktriniert, diese Arbeitskräfte? Sie fanden Überreste einer Statue, die dem Ruhm der Etemenaki-Kommandanten gewidmet war, sowie weitere Kunstwerke, die die Feinde der Menschheit, Dolos und die Ashtangiten, verurteilen. Okay. Also nicht speziell für die Arbeiter, sondern aufhetzen gegen uns. Tja, zwei Besatzungsmitglieder tot. Anais Kervadec und Marsa Adrianennaina. Wir werden euch vermissen. Datenabhörprotokoll beenden. Ruinen verlassen. Caution. Entering Stellar Storm. Ja, Entering Stellar Storm, hervorragend. Zieht er denn jetzt drüber oder was macht er?
Nee, ich muss hier weg. So, das müssen wir auch noch machen. Hoffentlich schaffen wir das. Aber es ist so weit, dass wir einen fettigen Stromausfall bekommen werden. Lasse ich die Wissenschaftsschiffe jetzt hier weiter sammeln? Tja, was ist am nächsten? 5 Zyklen? 5? 4,9. Druckloser Distrikt. Ja, alles andere liegt hier in einem ungünstigen Bereich. Okay, druckloser Distrikt. 4,9 Zyklen. Los geht's. Durch das schlechte Wetter. Krass, oder? A ship has been destroyed by a space weather event. Na toll, Schiffe sind zerstört worden. Warum hatte ich die nicht wieder? Ich hatte die nicht an Bord, ne? Ich hätte die an Bord nehmen müssen vorher. Aber kann ich ja auch gar nicht. Doch, ich hätte vermeiden sagen können. Komm. Habt ihr nicht gesehen. Ich habe gar kein Laufwerk mehr, Peter. So, hier. Vermeiden. Vermeiden. Alle zurückkommen. Caution. Entering stellar storm. So, wie kriege ich euch jetzt nach Hause? Bewegt ihr euch? A ship has been destroyed by a space weather event. Okay, das ging nicht. Hat es nicht mehr zurückgeschafft, die Francis. Ah, verstehe, Peter. Gut, wenigstens haben wir ein Schiff retten können. Okay, also, los geht's. Sagen, dann bauen wir das auch direkt neu. Hm.
Na, jetzt haben wir Stromausfall. Ich hoffe, ihr drückt die Daumen. Das ist so weit, da wird gleich erstmal wird in vielen Bereichen der Strom ausfallen. Aber Hauptsache, wir kommen erstmal aus dem schlechten Wetter raus. Der Rumpf kriegt hier ordentlich einen mit. Mehr als ordentlich. Ich hoffe, das wird besser, wenn wir hier aus dem schlechten Wetter rauskommen. Caution. Hull integrity below 50%. Schon. Okay, wir haben zumindest die Schlechtwetterzone hinter uns gelassen. Was ist hier noch los? In Sektor 2 ist irgendwas los? Administrator, es wurden Unstimmigkeiten in den DAS-Daten eines Besatzungsmitglieds festgestellt. Nach Überprüfung der Daten fand ich heraus, dass dieses Besatzungsmitglied tatsächlich ein Hund ist. Ein Borsoi. Barsei? Bonsai? Keine Ahnung. Genauer gesagt. Ich konnte nicht herausfinden, wie er an Bord gekommen ist. Seine bloße Anwesenheit verstößt gegen mehrere Gesundheitsprotokolle. Ich muss jedoch sagen, dass er sich äußerst positiv auf die Moral der Besatzung auszuwirken scheint. Es muss eine Entscheidung über das Schicksal des Tieres getroffen werden. Respektiere Hygieneprotokolle. Erkenne den Hund offiziell als Besatzungsmitglied an. Danke, Peter. Natürlich wird das Hundilein als offizielles Besatzungsmitglied anerkannt. Jawohl, höher Stabilitätsbonus, dauerhaft, wunderbar. Das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Naja, mal gucken, ob dieser Flug hier... Na gut, wir hatten ja keine Wahl. Ich hoffe, wir stabilisieren uns da gleich wieder. Oder brechen wenigstens nicht auseinander, bevor wir da ankommen. Das ist nämlich jetzt noch die Frage. Oh wei, oh wei. Das könnte sein, dass das nichts wird. Wenn das nichts wird, habe ich aber noch eine Idee. Danke fürs Dabeisein, JB, und eine gute Nacht und morgen viel Erfolg. Mach's gut. Tschüss. Caution. Entering debris field.
Na toll, Trümmerfeld gibt's hier auch noch. A new request awaits your attention. Ja, gleich nützt doch kein Request mehr was, wenn der Rumpf auf Null ist. Warning, hull integrity below 10%. Oh Mann, 32, 33, jetzt steigt sie wieder. Weil ich in den Orbit einfliege, oder fliegen Menschenteile rum. Ich glaube, das könnte tatsächlich auf die letzte Sekunde geklappt haben. Boah! Auf die letzte Sekunde scheinbar. Ja, man muss auch mal Glück haben. Man muss auch mal Glück haben. So, was gibt's hier für einen Request? Das gucken wir uns noch an. Administrator, seit wir die Erde verlassen haben, haben wir 205 Besatzungsmitglieder verloren. Auch ohne Expertise in Dr. Munchis Theorien zur Massenpsychologie wird Ihnen nicht entgangen sein, dass mit der Zahl der Todesfälle auch die Verbreitung der Tote-Erde-Krankheit zunimmt. Stabilitätsabzug minus 1 permanent. Gut, dann sagen wir mal, dass gleich der Hund wieder aus. Eieieiei. Gut, wir sind hier auf jeden Fall angekommen. Der Rumpf wird wieder repariert. Das hätte ich nicht gedacht. Ich habe die Station schon tatsächlich schon auseinanderbrechen sehen. Oh ja, an manchen Stellen ist das vielleicht ganz gut, aber es ist nicht so, wie soll ich das sagen, nicht so krass brutal dargestellt, Sunshine. Aber ich möchte mein Glück auch für heute nicht überstrapazieren. Ja, aber lasst uns gerne noch kurz reden darüber, wie ihr bisher Kapitel 3 von Ixion fandet und wie gespannt ihr oder auch nicht gespannt wärt, wie es hier weitergeht. Also meine Planung wäre, dass ich so mache wie schon bei den ersten beiden Kapiteln. Also einen Einführungsstream, so wie wir den heute hatten. Und dann in der Konserve das Kapitel zu Ende zu spielen. Soweit ich weiß, hat das Spiel übrigens 5 Kapitel und wird uns demzufolge, denke ich mal, noch eine ganze Weile begleiten, immer mal wieder mit Pausen und soweit ihr und ich da natürlich auch Interesse dran habt. Also für mich ein verkanntes Meisterwerk. Ich glaube, das habe ich schon mal in anderen Sendungen gesagt. Aber in dem Genre und in der Kombination macht halt das Thema auch Spaß und hier mit einer Raumstation unterwegs zu sein. Das ist so genau mein Ding. Die Geschichte ist ein bisschen stellenweise ein bisschen esoterisch, finde ich, aber tut jetzt dem Spielprinzip hier keinen Abbruch. Es hat auch immer mal wieder Patches gegeben und Dinge, die nachgearbeitet worden sind. Ja, zum Beispiel konnte man an dem Schwierigkeitsgrad anfangs überhaupt gar nichts ändern. Mittlerweile allerdings schon. Ja, nochmal so ein paar Stabilitätspatches und so weiter. Aber ist auch kein Early Access mehr. Also das Spiel ist tatsächlich auch fertig entwickelt und kann zu Ende gespielt werden. Sunshine sagt, ich habe wirklich Schwierigkeiten, etwas zu erkennen. Habe es mehr als Hörspiel genossen. Dann, liebe Sunshine, dann werde ich natürlich versuchen, in Zukunft noch hörspielgerechter zu sprechen. Ja, man kann das auch gut als, denke ich mal, als Hörspiel auch nehmen. Also ich höre mir ja auch viele Videos an, ohne sie zu gucken. Zumindest wenn das eins ist, wo genug erzählt wird, dass man das machen kann. Oder auch mal im Auto oder so. Da gucke ich ja kein Video, aber höre mir dann auch schon mal so die Inhalte von Videos an. Also auch wenn ich es erkennen könnte, ich mache das ab und zu auch schon mal
ganz gerne. Weiterhin spannend, sagst du. Wunderbar. Das freut mich. Ja, ihr lieben übrigen Zuschauer, habt nochmal Gelegenheit, wenn ihr noch eine Meinung abgeben wollt, die nächsten ein, zwei Minuten, dann wäre das nochmal die Gelegenheit, bevor wir dann hier zu einem Ende kommen. Natürlich könnt ihr auch nachträglich und natürlich auch liebe Konservenzuschauer etwas in die Kommentare schreiben oder mal auf Discord vorbeischneiden. Da würden wir uns alle sehr drüber freuen. Titel 40 sagt, bis zum nächsten Erdbeerenkopf-Stream. Jawohl, der intergalaktische Erdbeerenkopf kommt bestimmt zurück. Heute ist nicht aller Tage, keine Frage. Oder so ähnlich. Dankeschön. Achso, du hast geschaut, aber nichts erkannt. Hast du sich bewegenden Pixelbrei gesehen? Aber das erkennst du jetzt, oder? Das ist die Raumstation. Größer geht's nicht. Nein, Quatsch. Ich habe manche Tage ja auch Schwierigkeiten, genug zu erkennen, sagen wir es mal so. Bei mir wird es mal wieder dringend Zeit für Augenarzt und für eine Bildschirmbrille und Augendruck kontrollieren und so weiter und so fort. Ah, noch geht's. Alternativ kann man natürlich einen immer größeren Bildschirm kaufen. Aber ja, irgendwann hat das dann seine Grenzen auch. Gut, in Ordnung. Die Zeit ist gekommen. Nicht für immer, aber zumindest für heute geht diese, wie immer mit euch, sehr schöne Sendung zu Ende. Es hat mich sehr gefreut. Ich freue mich über jeden Live-Zuschauer und über jeden nachträglichen Konservenzuschauer und ja, und sage vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Habt noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, wann auch immer ihr das seht. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Drückt die Sunshine und Hummel, Hummel, Moss, Moss. Auch dir, Peter, und allen anderen natürlich auch. So, jetzt aber abschalten. Tschüss.